Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Diskussion, zur Veranstaltung, welche Innenstädte wollen wir heute Abend hier in Bremen. Mein Name ist Alexander Gutzmer, ich bin Architekturpublizist und Professor für Kommunikation und Medien in Berlin und darf Sie heute so ein bisschen durch die Veranstaltung geleiten und vor allen Dingen nachher auch eine hoffentlich spannende Podiumsdiskussion moderieren. Ein paar Gedanken zur Einführung. Welche Innenstädte wollen wir? Die Probleme, die die Innenstädte heute haben, liegen auf der Hand. Sie sind vielfältig, sie sind komplex und in der Situation gehen wir, glaube ich, schon alle davon aus, dass wir auch neue Visionen dafür entwickeln wollen, gemeinsam, was eigentlich Stadt, was Innenstadt in den nächsten 10, 20 Jahren sein kann. Und ich habe, wie man das so macht, probiert ein bisschen mir was anzulesen hier vor zum Thema Innenstadt, zum Thema auch sozusagen, wer bestimmt überhaupt, was Stadt ist, und bin auf den französischen Soziologen Lefebvre gestoßen, Henri Lefebvre, so 70er, 80er Jahre war der aktiv, vor allen Dingen, und er hat so eine Dreiteilung aufgestellt an unterschiedlichen, wenn man so will, Inputgebern, die definieren, was Stadt ist. Zunächst mal hat er gesagt, Stadt ist nichts Gegebenes, sondern Stadt ist etwas sozial Konstruiertes, und zwar sozial konstruiert durch die Auseinandersetzung dieser drei unterschiedlichen Levels. Und das sind nämlich Repräsentationsräume, Raumrepräsentationen und räumliche Praxis. Dahinter stehen drei Gruppen. Repräsentationsräume sind die Räume, die entwickelt werden, sozusagen top-down, von Stadtplanern, von Politikern auch, und stehen sozusagen sehr stark entgegen der räumlichen Praxis, die einfach sozusagen die Art ist, wie wir Stadt beleben, wie wir sie leben, indem wir uns durch die Stadt bewegen und indem wir uns die Stadt aneignen. Und er sagt sozusagen, in diesem Dialog entsteht eigentlich das, was wir Urbanität nennen. Und es kommt noch eine dritte Komponente hinzu, und das sind Künstler, das sind Dichter. Das passt hier gut zur Ausstellung. Ich weiß nicht, ob Sie die Gelegenheit haben, einmal durchzuschauen. Ich fand schon, dass man, da geht es nicht primär um Stadt, aber man hat gerade bei den Bildern, die sich mit Tempelhof beschäftigen, doch sehr gut gesehen, was für ein komplexes Konglomerat eigentlich Stadt schon immer war, aber heute wahrscheinlich noch umso mehr ist. Und das hat mich noch zu einem anderen Gedanken geführt, mit dem werden wir uns heute Abend nicht mehr weiter beschäftigen. Ich wollte ihn nur mal kurz aufbringen. Wir erleben ja gerade einen Krieg, das kriegen wir alle mit, und meiner Ansicht nach oder meiner These nach hat dieser Krieg in der Ukraine, der Krieg gegen die Ukraine, auch eine urbane oder vielmehr eine anti-urbane Komponente. Da werden nämlich Städte zerstört. Da werden Städte zerschossen, und zwar auch als strategischer Akt zerschossen. Meine These ist so ein bisschen, dass der Krieg Wladimir Putins gegen die Ukraine auch ein Krieg gegen das Städtische ist. Und dieser Krieg gegen das Städtische, so schrecklich er auch ist, wird dann aber in der Zukunft uns auch wieder etwas vorführen, was uns wahrscheinlich auch irgendwie Mut macht, nämlich die unglaubliche Resilienz des Urbanen. Werden wir sehen. Wir werden einfach Städte sehen, die, obwohl sie unglaublich in Mitleidenschaft gezogen wurden, vielleicht sogar zerstört wurden, wiederum eine Vitalität, eine sozusagen Wiederauferstehungskraft entwickeln und einfach eine neue Kraft schöpfen oder wiederentwickeln. Und auch das, diese Art von Resilienz, die man hier sozusagen im Extrem sieht, die erleben wir hier natürlich auch. Auch unsere Städte sind durch die Herausforderungen, denen sie ausgesetzt sind, immer auch in ihrer Resilienz gefordert und wir entwickeln auch daraus vielleicht wieder eine neue Stärke. Und das, denke ich, ist heute Abend oder soll heute Abend auch ein bisschen das Thema sein. Wie kann denn durch die Corona-Pandemie, durch die Wirtschaftskrise, jetzt auch durch die Inflation, durch die Transformation des Einzelhandels im Zuge der Digitalisierung herausgeforderte Stadt eine neue Resilienz entwickeln oder aus der Resilienz, die sie hat, einfach neue Lebensmodelle entwickeln, eine neue Vitalität entwickeln. Und ich finde, jetzt in der Spätphase von Corona, wir hatten uns gerade auch darüber unterhalten, kann man schon sehr, sehr gut sehen, dass die Innenstadt für uns nach wie vor unglaublich wichtig ist, dass die Leute wieder in die Stadt gehen, dass sie es genießen, in die Stadt zu gehen, mit anderen sich in der Stadt zu treffen. Und das ist ja auch etwas, was einem Hoffnung macht. Und das ist auch etwas, was einem zum Thema der urbanen Identität führt. Denn Städte brauchen Identität, Städte arbeiten an ihrer Identität. Und ich glaube, das Nachdenken, wir hatten uns darüber vorhin unterhalten und werden da vielleicht in der Podiumsdiskussion auch nochmal darauf kommen, das Nachdenken über die spezifische Identität jeder einzelnen Stadt ist etwas, was unglaublich wichtig ist und was auch ein unglaublich spaßmachender und kreativer Prozess sein kann. Diesen Prozess wollen wir heute Abend gemeinsam ein bisschen gestalten, ein bisschen praktizieren. Ich freue mich da sehr drauf. Ich darf noch, bevor ich sozusagen das Mikro weitergebe, ein paar organisatorische Hinweise geben. Nachdem die Podiumsveranstaltung endet, gibt es noch ein Get-Together. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der
die Drinks, die es vorne schon gab, haben ja schon Hoffnung gemacht. Wir gehen also dort vorne links runter ins Untergeschoss. Dort findet das Get-Together statt. Ich denke, die Veranstalter würden sich freuen, wenn sie alle noch auf ein Gläschen dazustoßen. Zweite Bemerkung für diejenigen, die ihre Jacken auf die, draußen auf die Ständer gehängt haben. Die müssen sie nicht mitnehmen, sondern, wenn ich das richtig verstanden habe, werden die Ständer runtertransportiert. Also einfach Jacken hängen lassen. Es kommt hier sozusagen nichts weg. Das war, glaube ich, der Vorrede genug, auch der organisatorischen Vorrede. Jetzt darf ich das Wort weitergeben an den Hausherrn, gewissermaßen Andreas Heyer. Sie haben das Mikro und Wort. Ja, Hausherr wäre schön, ne? Bei der Kunsthalle, wie wunderschön ist das an dieser Stelle, und vielleicht sind wir nur Gastgeber, aber beides ist schön. Vielen Dank, Herr Gutzmann. Ja, sehr geehrte Frau Senatorin Vogt, sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie ganz herzlich und freue mich natürlich für Ihr großes Interesse, hier heute unsere Gäste zu sein, und schön, dass Sie gekommen sind. Es macht einfach wieder Freude, Sie hier zu sehen und nicht mehr in Kacheln, sondern wirklich live, und dass wir hinterher auch darüber dann in Ruhe diskutieren können. Und das sogar am Vorabend eines Feiertages und eines langen Wochenendes, wo viele Menschen vielleicht auch die Zeit anders nutzen. Da ist schön, dass Sie heute hier sind. Das Format Polis Keynotes Bremen gibt es seit 3 Jahren. Konzipiert haben wir das als Forum für die Immobilienwirtschaft. Und wir wollten ein Netzwerktreff organisieren, das auch über Trends und Entwicklungen spricht und Segmente der Wirtschaft und Bereiche des gesellschaftlichen Lebens genauso einbindet wie Verbindungen zu anderen Branchen und andere gesellschaftlichen Trends. Also das ist ein Punkt, dieser Fokus auf die Immobilienwirtschaft war immer besonders wichtig, die immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen. Wir wollen Trends diskutieren und ganz wichtig über den Bremer Tellerrand hinausschauen. Wir möchten dazu Trends und Potenziale für Bremen antizipieren. Wir möchten Themen ausprobieren. Wir brauchen eine Offenheit für Impulse von außen, wo wir Dinge zeigen können, wie sie an anderer Stelle vielleicht funktionieren und wie sie dort organisiert sind. Heute das Thema, welche Innenstädte wollen wir, auf der Suche nach einer Mitte, warum dieses Thema? Dieses Thema ist kein spezielles Bremer Phänomen. Dieses Thema befasst also fast alle Innenstädte zurzeit. Was sind die Herausforderungen? Wurde eben eingangs schon erwähnt, wir durchlaufen einen Transformationsprozess. Der Einzelhandel steht vor enormen Veränderungen. Wir haben Probleme mit Leerständen in den Innenstädten. Wir suchen alle irgendwie nach dem optimalen Nutzungsmix, wie er künftig in den Innenstädten sein wird. Die Betonung liegt hier auf Erlebnischarakter, urbane Produktion, Sport, Freizeit, Kultur. Der Charakter muss individueller, innovativer, nachhaltiger, kreativer, einzigartiger werden. Aber das wollen Sie alle. Das wollen wir alle. Genau das wollen eigentlich alle, wenn wir über Innenstadt reden. Und damit sehen wir auch, in welchem Wettbewerb und in welchem Dialog wir uns hier befinden. Und der Veränderungsprozess, der ist dringend notwendig, weil wir uns schon mittendrin befinden. Die Mieten gehen nach und nach runter. Die Bonitäten werden leicht schwächer. Die Angebote werden kleinteiliger. Die Mietverträge werden neu gestaltet. Die laufen kürzer. Sie haben Basismieten, sie haben Umsatzmieten. Also wir haben eine Situation, wo wir feststellen müssen, dass der Weg nicht so weitergehen kann, weil irgendwann ist man am Boden, wo einfach nichts mehr weitergeht. Und wir müssen nach vorne schauen und wir müssen diese Zeit nutzen, um auszuprobieren. Und das geht nur im Dialog, und diesen Weg sind wir in Bremen gemeinsam gegangen, auch im Auftrag des Bremer Senates. Wir setzen auf Dialog zwischen Politik, Stadtgesellschaft, Immobilienwirtschaft und Handel. Denn ohne Dialog, in dem wir alle Bevölkerungsgruppen mit einbeziehen in diese strukturelle Veränderung, wird uns diese Herausforderung nicht gelingen, die Städte modern, zukunftsfähig und innovativer zu machen. Bremen hat investiert. Das möchte ich an dieser Stelle noch mal besonders herausstellen. Bremer Senat hat ein Aktionsprogramm Innenstadt in Höhe von 13 Millionen Euro bewilligt und den Zukunftsfonds Innenstadt mit 10 Millionen, das heißt 23 Millionen Euro, was in den letzten 2,5 Jahren. Und ich nehme da gerne eine Zahl, da muss man sich verzeihen, mir ist auf der Polis Convention im September gehört von der Bauministerin in NRW, die dann ganz fröhlich berichtete, NRW hat jetzt eine Förderung für die Innenstädte in Nordrhein-Westfalen aufgelegt, für alle Innenstädte 30 Millionen Euro.
Und das zeigt ein bisschen die Dimension, welchen Mut und welche Kraft Bremen hier aufgewendet hat, wenn es um diese beiden Strukturen und die Fonds geht mit 23 Millionen. Die Ziele, die politisch natürlich verfolgt werden, logischerweise, wenn man diese Mittel einsetzt, sind eine bessere Aufenthaltsqualität zu schaffen, eine größere Vielfalt, die Attraktivität zu erhöhen, die Erreichbarkeit zu verbessern, die Digitalisierung des Handelns im Handeln auch zu fördern, die mobilen Wirtschaft zu unterstützen innerhalb dieses Veränderungsprozesses und natürlich in dieser schwierigen Zeit auch das Marketing und die Kommunikation zu verstärken, sodass wir damit auch letztendlich auch positive Wirkung für diese Innenstadt erreichen können. Wir wissen alle, das, was wir im Moment tun, ist zur Überbrückung einer Phase, um strukturelle Veränderungen vorzubereiten. Denn das ist genau der Weg, auf den alle Innenstädte sind. Wir müssen nur nicht die Situation nur akzeptieren, wie sie ist und ohnmächtig werden. Das ist, glaube ich, die Situation unseres Handelns hier, indem wir versuchen, immer noch die Innenstadt in die Wahrnehmung zu bringen, mit Projekten deutlich zu machen. Aber wir werden das nicht schaffen, mit unseren Themen, wo ich gleich zu komme, die Innenstädte zu verändern. Wir halten sie quasi in der Diskussion. Und das muss das Ziel an dieser Stelle sein. Wir haben uns fokussiert auf 4 Kernbereiche, den immobilienwirtschaftlichen Dialog, wo ich gleich noch etwas zu sagen werde, Wettbewerbe für die Innenstadt, Akquisition neuer Unternehmen und wir sind beteiligt am Bundesprojekt des digitalen Ansiedlungs- und Leerstandsmanagements. Warum immobilienwirtschaftlicher Dialog? Das ist eine Gruppe, die unheimlich wichtig ist, wenn wir über Zukunft reden. Das sind nämlich die Immobilieneigentümerinnen und Immobilieneigentümer. Das sind die Akteure, die die Entscheidungen treffen, wie sie ihre Immobilien im Wert setzen und wie sie investieren und wie sie die Zukunft ihrer Immobilien sehen, um sie auch nicht nur renditeorientiert, sondern zukunftsfähig in ein Ensemble in der Stadt zu integrieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir haben jetzt den zweiten Dialog hinter uns. Ich glaube, nach und nach merkt man, wie Vertrauen hergestellt wird, damit dieses Thema innerstädtische Geschäftshäuser auch zu einer Diskussion wird, wo man mit Nachbarn, mit Nachbareigentümern spricht und über Quartiersentwicklung spricht und nicht mehr den letzten Mietvertrag nur in seinem einzelnen Objekt erarbeiten will. Wir wollen den Dialog aufbauen und verstetigen und wir wollen natürlich auch mit unseren Wettbewerben, die wir, wo ich gleich zu komme, den Leerstand befüllen und machen damit auch den Grundstückseigentümerinnen Mut. Warum Wettbewerbe? Wettbewerbe haben den Vorteil, dass sie natürlich die Stadt und damit so eine Entwicklung auch wieder in ein positives Licht rücken. Wenn wir sonst die Diskussion um Innenstädte erleben, wird sie häufig negativ über Leerstände, wer hat geschlossen, was passiert, welches Unternehmen geht weg. Wettbewerbe haben den Vorteil, und das ist uns, glaube ich, gemeinsam gut gelungen, wieder das positive Element in den Vordergrund des Handelns zu rücken, neue Ideen dort hineinzubringen. Wir sind schon sehr hartnäckig gewesen, als wir gestartet sind mit diesem Projekt, wenn wir haben den Immobilieneigentümerinnen etwas abverlangt. Denn wir haben ihnen abverlangt, dass sie uns ihre Immobilie für die Hälfte der letzten Netto-Kaltmiete zur Verfügung stellen und wir sie dann im Rahmen des Wettbewerbes kostenlos an die Wettbewerbsgewinner für ein Jahr zur Förderung überlassen. Also das heißt, es ist auch ein Beitrag der Eigentümerinnen und Eigentümer an der Stelle notwendig gewesen. Der Vorteil, es ist damit ein strukturiertes Leerstandsmanagement geworden und nicht mehr den Zufall überlassen worden. Und es wurde auch positiv von den Medien begleitet. Und das Ausprobieren an der Stelle ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir auch zulassen wieder, dass neue Konzepte in die Innenstadt kommen, die vielleicht sonst mit gewissen Erwartungshaltungen gar nicht möglich wären. Kurz die Ergebnisse. Seit dem 4. Quartal 2020 ist die WFB hier aktiv. Bis heute haben wir einen Concept Store eröffnet, 6 Pop-Up-Stores, 5 Bestandsläden bei Investitionen gefördert, einen Gastro-Pop-Up-Store und wir bereiten neue Formate für 2023 vor. Besonders positiv, 3 Pop-Up-Stores aus der ersten Förderperiode machen weiter über die Phase der finanziellen Förderung hinaus. Also ein ganz wichtiger Punkt, was gar nicht so sehr nur im Fokus stand, dass wir alle dazu bringen, dass sie ja weitermachen, sondern das Ausprobieren muss auch ganz klar die Lösung mit parat gehabt haben des Scheiterns. Weil sonst wäre es nicht funktioniert an der Stelle. Der Concept Store musste leider aufgeben, weil 2 Jahre innerhalb wirklich einer Pandemie war doch für die Rahmenbedingungen recht schwierig. Aber daraus ergeben sich vielleicht neue Ideen. Die anderen Pop-Up-Stores werden noch gefördert. Und wir hoffen, dass wir da auch eine vernünftige Entwicklung haben werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Digitallotse. Das, was wir mit dem ersten Lockdown festgestellt haben, ist natürlich, dass der Handel, der kleinteilige Handel hier auch gerade in Bremen, große Defizite im Bereich der Digitalisierung hatte. Das war keine Bezahlsysteme, keine Liefersysteme, keine Retourensysteme. Also eigentlich das volle Programm, wo eigentlich Einzelhandel, wenn es nicht irgendwo angeschlossen ist, dran scheitert. Das haben wir zum Anlass genommen, um einen Digitallotsen einzusetzen. Wir haben mittlerweile 3 Mitarbeitenden im Team. Und ich kann Ihnen sagen, die sind heute immer noch ausgebucht mit ihren Terminen, weil sie wirklich für Gastronomie und Einzelhandel das Thema Digitalisierung anbieten. Bis hin zu Kleinstinvestitionen innerhalb dieses Veränderungsprozesses.
Soweit kurz zu unseren Erfahrungen und Ansätzen. Zusammenfassend für mich, wir setzen auf Dialog. Wir hoffen auf mehr Mut zur Veränderung. Und bisher haben wir in unserer Projektarbeit sehr positive Erfahrungen gemacht. Die heutige Veranstaltung soll Ihnen und uns Anregungen geben, vielleicht auch Stoff zum Nachdenken. Ich freue mich, dass wir heute wieder Top-Expertinnen und Top-Experten gewinnen konnten, werden Impulse geben und in der späteren Podiumsdiskussion ein Dankeschön bereits jetzt an alle Rednerinnen und Redner sowie an die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion. Großen Dank an Frau Senatorin Vogt, die trotz ihres sehr prallen Terminkalenders noch geschafft hat, gleich zu uns zu sprechen. Ein Dankeschön auch an Alexander Gutzmar. Vielen Dank für die Moderation. Wir haben uns sehr gefreut, hier, dass Sie hier heute die Moderation übernehmen. Und natürlich Dank auch hier an die Kunsthalle, dass wir sie nutzen dürfen, diese wunderbare Atmosphäre, und vielleicht so einen kleinen Werbeblock für den Kunstverein. Die freuen sich jederzeit über neue Mitglieder. Wenn Sie Lust haben, der Kunst in Bremen noch einen guten Beitrag zu leisten, sind Sie immer herzlich willkommen. Dank sagen aber noch nicht zu Ende. Last but not least, herzlichen Dank an unseren Partner bei der Polis Keynote, Herrn Professor Bußmann, das gesamte Polis-Team, herzlichen Dank, und natürlich auch an mein Team bei der WFB. Ich wünsche Ihnen und uns eine spannende, interessante Veranstaltung und darf nun das Wort an Frau Senatorin Christina Vogt übergeben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, schönen guten Abend. Ich habe ein paar Zettel mit, die ich im Grunde gleich zur Seite packen kann, weil Sie haben mir schon ganz viel vorweggenommen. Deswegen, das Wichtigste habe ich eben aufgeschrieben, als Herr Gutzmann irgendwie die organisatorischen Sachen, Regenschirm, der hängt nämlich an der Garderobe. Aber trotzdem will ich 2, 3 Worte sagen, ohne das zu wiederholen, was Sie gesagt haben, Herr Heyer. Ich begrüße Sie natürlich erstmal alle hier in der Kunsthalle. Und ich sage jetzt nicht schön, dass wir uns wieder live sehen und nicht in Kacheln, weil das höre ich jetzt irgendwie seit Februar, glaube ich, zum 100. Mal, und dann wird es auch irgendwann absurd, weil natürlich treffen wir uns alle wieder in Präsenz, aber natürlich nicht in diesem Rahmen, in dieser Veranstaltung. Von daher ist das gut, aber jetzt tatsächlich auch nicht ungewöhnlich und trotzdem wichtig. Wir wollen den Dialog heute fortsetzen. Der Rahmen der 4. Polis Keynote Bremens, und weiter über die Zukunft der Innenstadt sprechen. Und das ist wahr, es ist natürlich viel diskutiert. Kein Thema wird in Bremen zum Beispiel so diskutiert wie die Innenstadt, selbst von Leuten, die gar nicht in die Innenstadt fahren. Also das ist schon sehr interessant. Wir haben tatsächlich gesellschaftspolitische, planerische und auch immobilienwirtschaftliche Perspektiven, die wir im Zusammenhang mit der Zukunft der Innenstädte tatsächlich neu justieren müssen. Das ist jetzt nicht ganz neu, das kam auch schon vor der Pandemie oder vor 2 überlappenden Krisen, wenn man jetzt den Krieg in der Ukraine mit einbezieht, auf uns zu. Das ist klar, das ist die Krise des stationären Handels durch den Onlinehandel. Wir haben langsame Anpassungsprozesse in Handel und Gastronomie, zu langsame, das muss man ganz deutlich sagen. Und damit einhergehend schon seit Jahren eine abnehmende Attraktivität der Innenstädte für Besucherinnen und Besucher, die nicht zum Arbeiten in die Innenstadt kommen oder in die Innenstädte. Also Bremen bietet 50.000 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Innenstadt Arbeit. Das soll auch so bleiben, aber auch da haben wir eine immobilienwirtschaftliche Herausforderung, weil wir wissen, ich gucke mal Herrn Dr. Kühling an, meinen Abteilungsleiter, dass sich die Bedarfe an Immobilien oder Officeflächen absolut ändern, irgendwie durch die Debatte um Homeoffice, Coworking Spaces und vor allen Dingen, ich zitiere jetzt mal jemand anders, irgendwie ohne ihn zu nennen, aber viele wissen, dass es dieses sogenannte Employer Branding, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen heutzutage sehr selbstbewusste Anforderungen an ihre Arbeitsplätze stellen. Trotzdem, obwohl die Innenstadt so ein wichtiger Arbeitgeber ist, also jetzt nicht die Innenstadt, aber die dort ansässigen Unternehmen, ist natürlich in den vergangenen Jahrzehnten, und da haben Sie völlig recht, Herr Gutzmann, die Innenstädte haben sich in den vergangenen Jahrhunderten immer mehr in ihrer Funktion und Funktionalität auch gewandelt. Und in den letzten, ich würde mal sagen, 7, 8 Jahrzehnten war sie zunehmend in überwiegender oder
ich sag's mal, zu 90% durch den Einzelhandel definiert, auch durch die Warenhäuser, also sprich auch große Geschossflächen. Und da merken wir natürlich, da ist Druck. Wir wissen, welcher Druck auf den Erdgeschosslagen ist und sitzt. Die Digitalisierung und die Pandemie haben dann natürlich wie ein Brennglas gewirkt. Und wir sehen das auch, wenn wir durch die Innenstadt gehen, nicht nur hier, ich bin noch viel in anderen Innenstädten. Es war eine Zäsur, weil die Pandemie Prozesse beschleunigt hat. Und es war eben halt auch immobilienwirtschaftlich eine Zäsur. Das hat Herr Heyer eben schon angedeutet, verringerte Mieternachfrage, Mietpreisveränderung, kürzere Vertragslaufzeiten, Stundungen, Mietausfälle. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Deswegen habe ich eben gesagt, zwei übereinanderlappende Kriege, der Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Inflation, die steigenden Energiepreise, gestiegene Baukosten, unterbrochene Lieferketten, fehlende Vorprodukte, anziehende Zinsen, wirkt sich nicht nur auf die Immobilienwirtschaft auf, sondern auch vor allen Dingen auf die Zielgruppe. Nämlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher haben natürlich jetzt ein verändertes Einkaufs-, aber auch Investitionsverhalten. Das ist völlig klar und ich kann Ihnen, da muss man nicht in die Glaskugel gucken, was das für viele Haushalte bewirkt, wenn sie jetzt zum Beispiel allein ihre Nebenkostenabrechnung in die Finger bekommen, geschweige denn, dass wir alle in den letzten Wochen erlebt haben, wie teuer die Brötchenpreise geworden sind. Also es geht ja wirklich in jedes Detail. Die Veränderungen sind deswegen sehr rasant gewesen. Nicht alles selbsterklärend, einige schon. Die Immobilienwirtschaft steht vor Herausforderungen und da gibt es so zwei Pole. Auf der einen Seite hatten wir den Innenstädten, ich sag's mal, auch in Bremen, in den Top-Lagen eine Mieterwartung, die so hoch war, dass kleine, innovative Einzelhändler, Händlerinnen oder auch Gastronomen sich das nicht leisten konnten, weil das nicht mehr wirtschaftlich darstellbar war. Und es hat auch ein bisschen zur Verödung geführt, weil wenn man nur auf die Rendite guckt, dann hat man eben die Einanderreihung von Handyshops oder sonst was oder großen Ketten, die man weltweit überall findet. Und es fehlt das, was eine Innenstadt attraktiv macht für ein Einkaufserlebnis, nämlich tatsächlich auch das, was Einzelhandel leisten muss in den Innenstädten, die Individualisierung. Es ist übrigens auch kein Zufall, dass in Bremen die Krise auch gerade die stationären Einzelhändler, Händlerinnen überlebt haben, die hier schon sehr lange am Markt sind. Zum Teil, weil sie vielleicht selber irgendwie Eigentümer der Immobilie sind, zum Teil aber auch, weil sie eben halt nicht die Ware von der Stange bieten. Und da ist es natürlich so gewesen, dass wir jetzt eine gewisse Marktbereinigung hatten, was die Preise der Immobilien anging. Auf der anderen Seite war immer auch irgendwie die Frage, kippt es in eine Richtung, wo es schwierig wird, weil wir haben in Bremen private Immobilieneigentümer. Ist es dann irgendwie der Punkt, wo es so kippt, dass vielleicht irgendein Investmentfonds die Immobilie aufkauft? Weil wir hatten in Bremen immer das Glück, mit den privaten Eigentümern auch gerade in der Krise sehr zeitnah und aktuell auf die Veränderungen reagieren zu können. Also wir waren ganz froh, dass wir hier nicht nur irgendwelche Fonds hatten, die irgendwo am Ende der Welt sind und denen das egal ist, wie die Immobilie genutzt wird, sondern wir konnten hier auch wirklich Lösungen finden. Also Sportcheck ist ein Beispiel davon, dass es uns gelungen ist. Also von daher haben wir immer gesagt, es ist absolut erforderlich, die aktuellen Marktbedingungen zu ermitteln, darüber transparent zu informieren, aufzuklären, Formate zu entwickeln, wie wir mit dem drohenden Leerstand umgehen und vor allen Dingen, wie wir diesen Trading-Down-Effekt, also die Abwärtsspirale Leerstand erzeugt Leerstand, wie wir dem entgegenwirken können. Und da hat Herr Heyer eben schon irgendwie sehr viel zu gesagt, was wir irgendwie mit den Zwischennutzungen gemacht haben. Ich hätte gerne an einem Punkt natürlich diese Wettbewerbe noch viel erfolgreicher durchführen wollen, weil Innenstädte müssen auch nach 8 Uhr leben. Also es hängt halt ganz viel vom kulturellen, aber auch vom gastronomischen Programm ab. Und
alle reden immer, naja, wenn man irgendwie zum Beispiel in der Nähe irgendwie der Innenstadt eine Uni hat, irgendwie dann hat man die Innenstadt belebt. Ja, das stimmt, konnten wir uns irgendwie immer wieder darüber überzeugen, wenn man in Groningen ist. Aber wenn man an Städten ist, die ein gutes gastronomisches und auch Unterhaltungsprogramm haben, dann braucht man auch nicht zwingend eine Uni in den Innenstädten und sie sind trotzdem belebt. Da konnte ich mich ja gerade in Delft wieder von überzeugen. Irgendwie da ist die Uni auch nicht mitten in der Innenstadt. Mit der Gastronomiewettbewerben war es aber schwierig, weil wir haben Zwischennutzung. Das Konzept hat Ihnen ja eben erklärt. Bei Gastronomie hätte man investieren müssen in einem Ausmaß, wie der über die Zwischennutzungskonzepte hinausgeht. Trotzdem seien Sie versichert, dass wir insbesondere die Gastronomie im Zusammenhang auch mit der Nutzung von Immobilien sehr fokussiert im Blick haben, weil wir wissen, dass das ein Ankerpunkt ist, wenn der traditionelle Einzelhandel immer noch zwar einer der zentralen Punkte bleibt, warum jemand von Osterholz-Scharmbeck oder aus Habenhausen in die Innenstadt fährt, aber an Bedeutung etwas verliert. Herr Herr hat gesagt, wir haben als Senat sehr entschlossen reagiert. Das Beispiel mit Nordrhein-Westfalen habe ich auch schon ein, zwei Mal gebracht. Wir haben da mal einfach das Stadtstaatenprivileg genutzt und wir haben tatsächlich bundesweit am schnellsten und am kraftvollsten reagiert. Das hat uns viel Aufmerksamkeit gebracht, hat übrigens auch dazu geführt, dass auch das damalige BMWI auf uns aufmerksam geworden ist, hat auch dazu geführt, dass dann irgendwie in der Wirtschaftsministerkonferenz dann alle drauf gesprungen sind. Trotzdem waren wir mit ein paar Sachen erfolgreich. Also wir partizipieren jetzt an dem Programm, Förderprogramm des BMI, zukunftsfähige Innenstädte mit über 6 Millionen und bei den Stadtlaboren mit 300.000. Das wird uns helfen. Ja, wir haben bislang roundabout 24 Millionen auf den Weg gebracht für ganz viele Programme. Wir haben auch noch ein weiteres Programm in der Pipeline, es ist angemeldet, das heißt Restart Wirtschaft Innenstadt ist nicht nur unser Programm, es ist wie bei den anderen auch ressortübergreifend. Angemeldet sind 20 Millionen, 10 Millionen für dieses Jahr, 10 Millionen für nächstes. Ob der Haushaltsgesetzgeber und der Senat diese erheblichen Finanzmittel, die noch hinzukommen, bereitstellt, das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Aber wir sind der Meinung, dass wir diesen Restart und auch die Neuausrichtung begleiten müssen. Und die Projekte laufen noch. Sie laufen zum Teil erfolgreich. Sie haben geholfen. Sie haben eine absolute Abwärtsspirale verhindert. Sie haben auch bewirkt, dass die Einzelhändler, gerade die Stationären, hier sich vieles abgeguckt haben, weil auch sie merken, sie müssen sich verändern, innovativer, attraktiver werden. Und da gibt es ganz witzige Synergien, die sehr spannend sind und ich warte auf die Umsetzung. Und wenn wir tatsächlich die Innenstadt weiter gestalten wollen, jetzt 2, 3 Sachen. Wir haben aus dieser Zeit auch mitgenommen, wir wollen schnell reagieren. Wir haben auch ausprobiert, zusammen mit der Zivilgesellschaft, mit den Akteuren der Innenstadt, aber auch mit Projektentwicklern und Investoren Sachen entwickelt. Aber wir haben auch mal was ausprobiert. Die Sachen wurden auch manchmal kontrovers diskutiert, aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Zum Beispiel Open Space letztes Jahr hatte seinen Zweck. Alle haben darüber geredet, irgendwie ist das jetzt irgendwie Kunst oder kann das schon weg, und hat natürlich zur Belebung des Domshofs geführt. Wir führen das Konzept jetzt weiter mit einem anderen Schwerpunkt und nicht mehr mit der temporären Bebauung. Aber auch da, und das ist dann mein letzter Satz, es guckt die andere Welt außer Bremen vielleicht mal etwas weniger kritisch auf uns als wir selber. Open Space Domshof letztes Jahr ist ausgezeichnet worden, hat einen renommierten Wettbewerb des Art Directors Clubs Deutschland gewonnen. Und auch dieses Experiment, was wir uns dann einfach mal geleistet haben, um die Innenstadt ein wenig zu unterfüttern und was wir jetzt mit einer anderen Konzeption weiterverfolgen werden, um am Ende des Tages natürlich in die dauerhafte Umgestaltung das mit rüberzunehmen, was gut funktioniert hat, wird außerhalb Bremens sehr hoch geachtet. Und ich glaube, wir sind mit Ihnen im Dialog, wir brauchen das, wir brauchen auch die Entwicklung mit allen anderen, aber was wir in Bremen auch mal brauchen, ist irgendwie vielleicht ein etwas
optimistischen Blick auf uns selber oder vor allen Dingen auch mal den, dass man irgendwie sich mal gönnt, Sachen auszuprobieren und nicht immer sofort zu zerreden und nicht immer irgendwie von hinten nach vorne drehen und durch 50 Nadelöhre, sondern einfach mal machen. Und wenn man mal falsch liegt, irgendwie vielleicht auch nicht immer sofort zerrissen werden. Das würde, glaube ich, unserer Stadtgesellschaft gut tun. Insofern wünsche ich uns eine gute Veranstaltung. Muss mich entschuldigen, dass ich um 7:45 leider noch einen dienstlichen Termin habe. Ist so vor einem langen Wochenende, war nicht zu verhindern, aber bis 7:30 bin ich hier dabei. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die schon sehr, sehr inhaltsreichen, eigentlich mehr als Einführungsworte. Ich denke, wenn wir heute über Lösungen sprechen, haben wir jetzt schon einige wirklich sehr, sehr konstruktive Lösungsansätze gehört. Und in der Tat, auch als Münchner kann ich sagen, hier passiert sehr, sehr viel und sehr, sehr viel, von dem sich, denke ich, auch andere Städte einiges abschauen können. Frau Vogt, eine Sache, die macht mir jetzt mal wirklich Mut. Ich hatte ja so ein bisschen mit Städte brauchen Identität geendet. Sie haben gesagt, dass gerade die traditionsreichen Einzelhändler eigentlich diejenigen sind, die am besten durch die Krise gekommen sind. Und das ist doch eigentlich im Sinne der Stadtidentität ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil das zeigt eben, dass die Menschen da besonders gerne weiterhin auch einkaufen gehen, wo eben Stadtidentität, Stadtcharakter, Stadtwesen so ein bisschen drinsteckt. Das fand ich insofern tatsächlich sehr, sehr mutmachend. Jetzt werden wir zu hoffentlich weiteren mutmachenden Best Practices, Lösungen, Lösungsansätzen kommen. Wir werden vor allen Dingen auch darüber nachdenken, wie man das Kreativpotenzial der Stadt, das ja in der Stadt drinsteckt, mobilisieren kann. Dazu werden wir jetzt hintereinander zwei Keynotes hören, zwei Kurzpräsentationen, Kickoff-Präsentationen. Die erste von Michael Ehret, dem nicht mehr Geschäftsführer, sondern Beiratschef, sozusagen Aufsichtsratschef der Immobiliencompany Ehret und Klein aus Süddeutschland, München, Starnberg, zum Thema einfach machen, Experimente in realen Stadtlaboren für Mut zum Ausprobieren. Und danach werden wir leider nicht Christiane Marx hören, wie im Programm vorgesehen. Die sitzt nämlich oder liegt vermutlich sogar im Hotelzimmer und ist ernstlich erkrankt. Sie hat nicht Corona, sie hat aber etwas, sie hat Magen-Darm, was ich habe 2 Jahre in Mexiko gewohnt. Ich sagen kann, es ist noch unangenehmer als Corona, zumindest kurzfristig. Also sie kommt nicht. Bitte? Ja, genau. Stattdessen wird Dr. Julian Petrin seinerseits einen kleinen Kickoff halten zum Thema auf dem Weg einer neuen Kultur der Innenstadtentwicklung. Darauf freue ich mich auch sehr. Julian ist Mitbegründer der Urbanista GmbH und Co. KG. Danach werden wir uns in die Podiumsdiskussion begeben mit beiden besagten Kick-Off-Rednern. Darüber hinaus Elena de la Sega, Markenstrategin bei der Relays GmbH. Relays GmbH, jetzt habe ich es hoffentlich zum 5. Mal probiert, habe ich es eigentlich richtig gesagt. Und last but not least Professor Bussmann, quasi Gründer dieses Formats, Gründer nicht zuletzt auch der sehr, sehr lesenswerten und sehr coolen Stadtzeitschrift, Stadtentwicklungszeitschrift der Polis, wird auch uns beehren. Jetzt aber erstmal die beiden Kickoff-Vorträge. Michael Ehret, Sie haben das Wort. Ja, einen wunderschönen guten Abend von meiner Seite. Ich bin natürlich zutiefst beeindruckt, dass ich erstmal hier eingeladen bin. Also vielen Dank an die Veranstalter und an die Wirtschaftsförderung, dass ich kommen durfte. Zum Zweiten bin ich sehr, sehr tief beeindruckt und das ist für mich echt ein großes Aufwachen hier immer wieder, wenn ich mich mit Bremen beschäftige, wie weit Sie schon sind. Und was Frau Vogt richtig sagte, seien Sie mal darauf stolz, was Sie hier schon erreicht haben, weil ich komme als Projekt- und Quartiersentwickler und Investor durch viele, viele Städte und viele Gemeinden in Deutschland und die sind bei weitem noch nicht so weit wie Sie im Gedanken und in der Umsetzung. Also von daher brauchen Sie neben dem, dass Sie schon Mut haben und schon viel erreicht haben, vielleicht auch noch mal ein paar Impulse und Ideen. Und da muss ich natürlich genau hinschauen und hinhören, halt, was ich Ihnen eigentlich noch leisten und bieten kann, was Sie nicht sowieso schon wissen oder ausprobiert haben. Jetzt weiß ich nicht, sieht man meine Präsentation? Ja. Man sieht, okay, ist auch gut. Ah, da ist es. So, sehr gut. Einfach machen, Experimente in realen Stadtlaboren für mehr Mut zum Ausprobieren. Das war der Titel, mit dem ich mich beschäftigen sollte. Und was mir natürlich wichtig ist, und ich glaube, das ist eine große Ehre und auch ein großes
Pfund, was wir haben als Stadtentwickler, Stadtinvestoren, gerade wenn wir als Privatwirtschaftler auf diese Themen zugehen. Die Stadt und die Stadttransformation findet ja schon immer statt. Es ist ja nicht so, dass wir auf einmal sagen, oh mein Gott, jetzt auf einmal müssen wir die Stadt retten oder jetzt müssen wir eine Stadt machen. Stadt besteht, Stadt ist da, wir müssen uns mit dem Prozess der Stadtentwicklung beschäftigen und wir haben die Gunst der Stunde und des Lebens, dass wir in dieser Zeit tatsächlich jetzt unseren Beitrag leisten können in dieser Phase der Transformation. Ich will nicht von Corona sprechen, ich will auch nicht davon reden, dass wir alles digital gemacht haben vorher, sondern diese Probleme gibt es ja schon viel länger und es hat vielleicht vieles beschleunigt, aber was uns wichtig oder mir sehr wichtig ist, das, was wir jetzt tun, ist im Rahmen der Phase der Stadtentwicklung eine Lebensphase oder ein Lebensabschnitt der Stadt, wo wir mit reingehen dürfen. Jetzt weiß ich nicht, sieht man meine zweite Folie schon? Genau. Vielleicht auch das ist mir wichtig, deshalb finde ich das auch so toll, wie weit und wie innovativ die Stadt Bremen hier ist. Wir wissen alle, was die Stadt, die ersten 7 A-Städte sind, aber wer kennt eigentlich die Rangliste von der Stadt Nummer 8 bis zur Stadt Nummer 50? Das ist nämlich ganz spannend. Und wenn wir dann darüber reden, Superblocks in Barcelona und Paris entwickelt die 15-Minuten-Stadt, was ja doch eine B- und eine C-Stadt hat, ist doch oft, dass sie viel kleinere Distanzen hat. Gar nicht so polyzentral strukturiert ist wie diese riesengroßen Städte, sondern wir oft wirklich auf ein fokussiertes Stadtzentrum eingehen können, auf eine Zentralität eingehen können und dort automatisch aus der Natur der Sache heraus schon die Situation haben, dass wir kurze Wege haben. Und trotz alledem, was uns ja immer wieder beschäftigt, wenn wir in Städte gehen, und ich glaube, uns vielen geht es so, verbinden Sie sich mal die Augen und lassen sich mal in die Innenstadt, in eine Fußgängerzone stellen und sich dort die Augenbinde wegnehmen. Es wird Ihnen immer wieder auffallen, dass die Städte alle gleich aussehen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem unserer Vergangenheit. Wir haben ganz viele Projekte und auch viele Investitionen getätigt, nicht für den Menschen, der es eigentlich nutzt, sondern eigentlich für ein Investmentprofil. Ja, es war sehr renditegetrieben. Ich frage immer die Excel-basierte Innenstadt, die Excel-basierten Erdgeschosse, die uns über Jahrzehnte eigentlich beschäftigt haben. Wie geht man eigentlich damit um? Und gerade wenn man versucht, Dinge neu zu entwickeln und auch neu zu positionieren, ist immer ein großes Manko das, wie kriege ich das eigentlich in ein Investitionsmodell geschaffen. Da werde ich auch noch mal gleich später drauf eingehen. Was hatten wir auch in den 80er Jahren? Das war auch ganz spannend. Hier in der Stadt gab es ja auch so eine Initiative, dass man eine Umgehungsstraße nicht wollte und daraus ein schönes Viertel entstanden ist. Aber wir haben ganz oft die Situation, dass wir uns sehr, sehr intensiv mit einer autogerechten Stadt auseinandergesetzt haben. Und ich würde eigentlich da heute auch gerne ein bisschen drauf eingehen wollen, dass ich sage, wenn wir uns mit Innenstädten beschäftigen und was eine Innenstadt braucht, ich noch mal stärker den Fokus Ihnen setzen will, dass es nicht nur um die Immobilie geht, sondern viel stärker auch um diese Verzahnung zwischen der Immobilie und dem öffentlichen Raum. Also wenn wir über Versiegelung reden, wenn wir von zu wenig Grün reden, wenn wir von schlechter Aufenthaltsqualität reden, wenn wir von Leerständen und Ladensterben reden, geht es mir vielmehr auch darum, dass man diese Verzahnung hinbekommt, was passiert eigentlich in einer Immobilie und was ist der Kontrapunkt im öffentlichen Raum dazu. Wir haben 2017, 2018 mit der Stiftung Deutsche Baukultur und auch mit zwei weiteren uns bekannten Projektentwicklern gemeinsam mit Bulwing-Gesern eine Studie gemacht, was ist eigentlich die Zukunft der Erdgeschosse, die sogenannte Erdgeschossstudie, die wir gerade wieder erneuern zurzeit. Und ich will jetzt nicht sagen, wir haben uns gefreut, dass diese Beschleunigung kam durch Corona, aber tatsächlich ist es so, weil die Dinge sind ja da. Sie waren immanent vorher schon und ich glaube, dass uns vieles, was uns damals schon bewegt hat, auch in Zukunft noch stärker bewegt, aber wir haben dafür ein Bewusstsein jetzt. Ich glaube, das ist die große Chance, die wir haben. Es ist vieles, was uns vorher eigentlich erkennbar schon war, jetzt sehr bewusst vor Augen getreten, dass da eine Veränderung stattfinden muss. Und was auch hier meine Vorredner schon sagten, es ist so, wir reden nicht von einer Blaupause. Wenn ich in Kommunen gehe und die fragen mich, Mensch, Herr Ehret, jetzt, wir haben hier ein Quartier mitten in der Stadt, können Sie als Investor sich vorstellen, diese Stadtentwicklung auf Basis dieses Quartieres in die Verzahnung, in die Stadt hinein zu investieren, haben Sie Lust, das mit uns zu machen? Dann sage ich, Leute, es gibt aber keine Blaupause. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, diese Individualisierung, die Identifikation. Wir nennen es Begabung, nicht nur die Begabung einer Stadt, sondern auch die Begabung eines Grundstückes. Nicht jedes Grundstück kann alles und nicht jede Stadt kann alles, aber jede Stadt und jedes Grundstück hat eine Begabung und das muss man rausfiltern. Und deshalb glaube ich, ist es manchmal ganz gut, sich die Zeit zu nehmen und auch ein bisschen die Ruhe zu bewahren,
mal Dinge zu verstehen und nicht auf ein Grundstück zuzugehen und verstanden zu werden. Ich wurde von einer lieben Freundin von mir, die jetzt Präsidentin der Bundesarchitektenkammer ist, sehr gemahnt, weil ich damals sagte, wenn man sich einem Grundstück nähert, fragt doch nicht erst einen Architekt, sondern fragt doch mal einen Soziologen. Was ich eigentlich ganz spannend finde, ist ja dieses, mit wie gehe ich eigentlich mit Baurecht, mit Bauvolumina, mit Struktur, mit Architektur um? Wen frage ich als erstes? Also zurückzukommen auf einen für uns ganz wesentlichen menschlichen Maßstab. Die nächste Folie sieht man, ja, sehr gut. Da hat das Fraunhofer Institut 2021 eine sehr, sehr spannende Studie rausgebracht, die ist extrem umfangreich. Ich habe trotzdem nur 5 Punkte daraus mal rausgenommen, weil ich gesagt habe, wenn wir heute über Zukunft der Städte reden, müssen wir auch ein bisschen über die Zukunft des öffentlichen Raumes reden. Wie geht man damit um? Und ich habe da einfach mal 5 Punkte aus dieser Studie herausgegriffen, die mir extrem wichtig sind, dass man sagt, wenn wir über kleinere Städte reden, wenn wir über kleinere Distanzen reden und wir uns mit Flexibilität auseinandersetzen, wir haben die Worte heute schon alle gehört, was ist denn heute eine städtische Erlebniswelt, was passiert denn da, wie schaffe ich wieder Formen einer Infrastruktur, die zur Kommunikation anregt, wie kann ich aber auch Konsumraum so aktiv gestalten, dass er sich auch verändern lässt. Ja? Da war vorhin auch die Frage, müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen anders denken, ist der Quadratmeter Miete in einer Innenstadt wirklich nur einem Mieter zuzuschreiben? Wir haben so eine Diskussion gehabt, braucht die Innenstadt eine längere Öffnungszeit oder ist es nicht viel spannender, aus einem 24-7 einen 7-24 zu machen und zu sagen, von 7 bis 9 Uhr ist es vielleicht eine Fläche eines Yoga-Studios. Von 9 bis 18 Uhr mietet das ein Büro als Besprecher. Und von 19 Uhr bis 23 Uhr ist es eine Sprachschule. Und ich teile mir diesen Mietertrag eines Quadratmeters ganz anders auf. Also vielleicht müssen wir uns auch mal komplett nochmal viel disruptiver bewegen, wenn wir uns mit Mietansätzen beschäftigen. Dass die Miete gar nicht einem zugeschrieben ist, sondern man vielfältige Mieter auf dem gleichen Quadratmeter hat, um eben Dinge auszuprobieren. Das ist auch das Spannende. Herr Heyer hat es vorhin gesagt, das Kleingewerbe zurückzuholen, auch Produktion in der Innenstadt zuzulassen, ist natürlich mit allen Maßgaben, Lärm und wir wissen das, Emissionstechnik, ein Riesenthema. Aber viel schlimmer ist noch, finde ich heutzutage, gerade wir kennen es aus München, in den 70er Jahren haben wir uns das auf die Fahne geschrieben, die Sobon eingeführt, soziale Bodenordnung, man kann vergünstigt in der Innenstadt wohnen, aber wo kann ich denn eigentlich vergünstigt in der Innenstadt arbeiten? Also das Kuratieren von Gewerbeflächen in Innenstädten, das andersartige Denken, dass ich mal versuche, auch nicht alles nur als Maximalprofit im Erdgeschoss oder im Gewerbe in der Innenstadt zu sehen, ist, finde ich, wichtig, weil das sind die Förderansprüche, die wir ja haben müssen. Und wenn wir uns dann mit diesen Themen des öffentlichen Raumes und dieser Porosität des Erdgeschosses etwas auseinandersetzen, passiert natürlich eins, dass wir uns natürlich damit mehr Freiraum für so eine soziale Interaktion schaffen. Da gibt es ein schönes Kunstprojekt in München, das steht an ein paar Litfaßsäulen. The less private space you own, the more public space you need. Und da ist echt was dran. Also die Frage ist doch, wo geht eigentlich der private Raum hin? Wie viel brauche ich denn wirklich noch privat in Zukunft? Ich will gar nicht von Shared-Konzepten reden, sondern wie viel kann ich mir denn eigentlich auch noch leisten? Weil das Thema, da komme ich auch später gleich nochmal drauf, in der Transformation ist doch nicht, dass ich den Widerstand gegen höhere Mieten habe. Ich muss mir doch einfach mal sagen, was brauche ich denn wirklich zu mieten? Und was kann ich mir denn zunehmen? Oder was muss mir denn eigentlich von einer Stadt bereitgestellt werden? Aber wenn wir uns dann natürlich mit solchen dritten Räumen, mit dieser Hybridlösung zwischen Arbeiten, Wohnen beschäftigen und ein Coworking vielleicht nicht in der Innenstadt stattfinden soll, sondern vielleicht auf dem Land, weil wir dort uns doch den Weg in die Stadt sparen und wir sagen, vielleicht ist in dem etwas ländlicheren Umfeld einer Metropole das Coworking viel spannender angesetzt. Und wenn dann das ein dritter Raum ist, was ist denn dieser dritte Raum, was muss der können? Wer braucht diesen dritten Raum? Was bietet er an? Und wie entsteht so ein Raum eigentlich im Angebot? Und das hat auch wieder ganz viel mit, meiner Meinung nach, mit Transformation zu tun. Ich habe mir da so eine Kurve, ganz einfache Kurve mal erlaubt. Und das trifft uns ja immer als Stadtentwickler, als Quartiersentwickler, als Investoren. Wenn wir auf eine Stadt, auf eine Kommune zugehen und sagen, hey, hier muss was verändert werden, entsteht als erstes mal ein Riesenschock.
Da muss nichts verändert werden in unserer Stadt. Das funktioniert doch alles. Und das Zweite ist, es gibt eine Ablehnung. Es gibt eine ganz harte Ablehnung. Es wird verneint. Es gibt einen ganz massiven Widerstand. Es bilden sich Initiativen dagegen. Es finden sich tausend Argumente, warum es nicht geht. Es macht sich keiner der Arbeit, tausend Argumente zu finden, warum es gehen soll. Und irgendwann entsteht so eine rationale Einsicht. Und es kommt zu einer Akzeptanz. Aber diese Zeitspanne ist brutal lang für Projekte im Rahmen des Transformationsprozesses. Was mich eigentlich interessiert und wie ich es eigentlich versuche, immer wieder, dass man an diese emotionale Akzeptanz oder zumindest an die rationale Einsicht möglichst schnell rankommt, spielerisch zu erleben, Erfahrungen zu sammeln, Neugierde zu wecken, Leuten eigentlich Konzepte mal aufzuzeigen, wie kann man eigentlich solche Dinge einfach mal anfassen, begehen, riechen, fühlen, öffnen, wieder zumachen. Ja? Dass man eben das nicht über einen Stadtentwicklungsplan definiert, der 40 Jahre braucht, bis er umgesetzt ist, sondern dass man das in kleinen Themen immer wieder umsetzt. Also gar nicht dieses Großformatige sagt, sondern sagt, wie kann ich das klein umsetzen. Und diese Neugierde, die man schafft, führt dann zu einem Lernprozess, zu einer Erkenntnis und dann integriert sich erst dieser Transformationsaspekt oder dieser Transformationsimpuls. Also haben wir, wenn wir über transformatorische Themen in der Stadtentwicklung reden, immer wieder das Thema der sehr, sehr frühen Transparenz, weil wir haben Schockstarren zu bewältigen zu Beginn. Wir müssen uns mit Partizipation auseinandersetzen. Da war ich letzt bei, hatten wir auch eine schöne Diskussion, da haben wir gesagt, schreibt doch mal nicht Partizipation mit zwei I, sondern das erste I tauschen wir durch ein Y und machen eine Participation draus. Und überlegen mal, wie kriegt man da ein Erlebnis rein in solche Partizipationsthemen und sagt nicht, jetzt machen wir Partizipation. Vielleicht ist das ein ganz anderer Umgang, wie man mit diesen Themen umgeht und wie man dann auch Bürger und Nachbarn und auch die sogenannten Stakeholder mit abholt. Wie gelingt uns das? Ich habe da noch drüber stehen, Zwischennutzung als Experimentierfläche. Herr Gutzmann wird jetzt lachen, ich streiche dieses Wort Zwischennutzung ganz gerne mittlerweile, ich nenne es Pioniernutzung. Ich will eigentlich Pioniere und Pioniernutzung haben. Ich komme das Bild aus der Pflanzenwelt heraus. Ich sage, wenn wir einen Waldbrand haben und alles ist verdorrt und alles ist erodiert, kommt durch Windeintrag und Tiereintrag ganz viele neue Samen, es entstehen Sprösslinge und irgendwas wird sich etablieren, aber nicht alles überlebt. Das ist völlig normal. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir werden kürzere Mietzeiten haben, wir werden Dinge haben, die auch wieder verschwinden, weil es nicht funktioniert. Herr Heyer hat es vorhin gesagt, wir haben das eine probiert, das hat einfach nicht funktioniert. Das hat halt nicht funktioniert, weil es einem vielleicht im Rahmen der Pioniernutzung keine Chance hatte zu überleben in so einer Situation, in dem Umfeld, in dem es geboren wurde. Und trotzdem finden wir diese Experimentierflächen, wir nennen das Reallabore. Sie haben eine Initiative oder sind beteiligt an der Initiative Stadtlabore, da ist ganz viel dran. Was uns ja oft fehlt, ist dieser schnelle Einsatz, dieses Schnellsein, dieses schnelle Probieren, auch schnell wieder verlassen, wenn man feststellt, es funktioniert nicht. Und wenn wir über Stadtentwicklung und Stadttransformation reden und in dieser Phase, wo wir dazu beitragen können, glaube ich, ist das ein Riesenzeitgewinn, wenn wir diese Zwischen- oder diese Pioniernutzungen schnell zulassen, weil es uns möglich macht, diesen Zeitgewinn in der Planung auch wirklich zu manifestieren. Wir haben viel mehr Zeit für Dinge, wo wir dann eben nicht den Soziologen brauchen, sondern den Architekten oder den Stadtplaner. Wir werden dadurch natürlich auch wieder Flächen aufwerten, weil die Neugierde geschaffen wurde und dieser Transformationsprozess dazu führt, dass Türen aufgehen, dass die Leute einfach auch eine Akzeptanz wieder entwickeln können, aber in kleinen Strukturen. Und was eben uns eben auch wichtig ist, wenn wir über Zwischennutzung oder über Peer-Nutzung reden, das ist eine riesen Verantwortung. Wir können nicht einfach sagen, das machen wir für 6 oder 9 Monate, machen wir jetzt eine Zwischennutzung, ob das jetzt kulturell, künstlerisch, ob das Shops sind, da etablieren sich Existenzen, etablieren sich Menschen mit ihren Ideen. Wir müssen in irgendeiner Form diese Formate ja erhalten. Ich kann ja nicht eine Pioniernutzung zulassen und dann das Verstetigen verbieten. Wie kann ich Prozesse schaffen, dass ich Pioniernutzungen, die ich initiiere, verstetige in der Stadtentwicklung. Das ist uns ein ganz großes Anliegen und ich glaube, das ist ein Riesenanspruch, den wir haben miteinander, dass man sich damit immer wieder auseinandersetzt. Ich habe hier so 2, 3 kleine Beispiele einfach so als Impulse auch nochmal mitgebracht. Wir haben dieses Jahr in der Innenstadt von München
in einem Viertel sehr diversifiziert, wo es auch darum geht, gentrifiziert sich es oder nicht, gesagt, also wir arbeiten komplett gegen diesen Gentrifizierungsthema. Wir wollen eben nicht diese Bahnhof-Hubs haben, wo jetzt Bürogebäude entstehen, sondern wieder, Sie haben es vorhin als Geschäftshäuser bezeichnet, die auch wieder diese Formate bekommen. Also die Dimension horizontal und vertikal in der Nutzung zu diversifizieren, aber ich würde eine dritte Dimension einführen wollen, die zeitliche Dimension, wo man auch vielleicht den Quadratmeter über den Tag oder über den Abend hinaus auch nochmal divers nutzt. Und das probieren wir da gerade aus und haben da, und das ist vielleicht auch das, wie Sie das schon sehr, sehr beispielhaft hier in Bremen machen, uns natürlich eben nicht erstmal mit Architektur beschäftigt, sondern mit den Bürgerinitiativen, die es dort gibt, mit Forschungsprojekten, die es dort schon gibt, mit Förderanträgen, die von irgendjemand gestellt wurden, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also was auch schon gesagt wurde, es geht darum, Kreative mit reinzubringen, in dem Fall die Freirauminitiative, die Green City Initiative der Stadt mit reinzubringen, die auch denen auch zuzuhören, denen auch Raum in dem Bereich zu geben, aber dann, wenn es sich verstetigt, denen auch die Chance zu geben, in den Projekten auch zu bleiben und sich zu etablieren. Weil das Schlimmste, was uns ja passieren kann, ist, wenn wir dann solche dann zarten Pflänzchen, die dann die Pionierzeit überlebt haben, denen eigentlich das Wasser oder den Boden entzieht. Ein anderes Beispiel: gelandet wie ein Raumschiff, 20 Jahre lang leer gestanden in einem Wohnviertel. Während Corona haben wir das gekauft. Der Eigentümer, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was uns auch beschäftigen wird in den nächsten, ich würde sagen, eine der maßgeblichen Treiber der nächsten Dekade in der Innenstadtentwicklung ist das Bauen im Bestand und das Erhalten von Bestand und das Nachverdichten von Bestand und die Veränderung der Nutzung im Bestand. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein Denkmal, stand leer, 20 Jahre, war früher das Kesselhaus des Schwabinger Krankenhauses, steht leer, ist ein Gebäudedenkmal, darf man eigentlich gar nichts verändern. Aber sagt, Leute, wenn wir doch mit Denkmal umgehen, ja, dann müssen wir uns doch mal auseinandersetzen, was würde denn das Denkmal gerne haben? Wie würde sich denn das einer zeitgemäßen Nutzung zuführen wollen? Wie kann man damit umgehen und wie geht man da rein? Und da ging es erstmal am Anfang darum, gar nicht jetzt über Architektur zu reden, weil das ist das Schöne bei einem Denkmal, so viel darf ich gar nicht verändern, sondern einfach mal die Türen aufzumachen und mal zu verstehen, was eigentlich die Nachbarn und die Bürger dort wollen. Und haben festgestellt, dass während Corona, ich darf es gar nicht so laut sagen, wir pro Wochenende 1200 Besucher hatten in dem Ding, ja, alle mit Maske und natürlich alle getestet und geboostert und so weiter, ist klar. Aber die Leute sind rein, weil sie gesagt haben, hey, wir wohnen hier seit 10 Jahren, das Ding steht vor uns, Graffiti außenrum, Tür ist zu, nichts passiert. Das ist ja ein großes Thema, was wir haben. Wenn wir, Sie hatten von Open Space gesprochen, und das ist ein ganz wichtiges Thema, wir müssen den öffentlichen Raum rein diffundieren lassen in die Häuser. Wir müssen die Häuser aufmachen, selbst wenn sie leer stehen, die brauchen Platz. Wir müssen zwischen dem Innen und dem Außen atmen lassen können. Wir reden immer von Indoor und Outdoor. Vielleicht gibt es so ein Middoor-Zwischennutzungskonzept, wo ich einfach mal unbeheizt so eine Fläche aufmache und sage, ich lasse zu. Dann gibt es halt vielleicht mal bei einem kühleren Tag einen Pulli, den ich anziehen muss, aber ich habe es genutzt. Ich muss reinlassen, ich muss Flächen okkupieren lassen. Haben wir hier auch so gemacht mit einem Künstlerkollektiv. Da ging es auch darum, machen wir das eher kommerziell oder machen wir es eher unkommerziell. Wir haben uns logischerweise für den unkommerziellen Gedanken entschieden. Und die Leute danken es. Wir haben jetzt einen Gastronomen gefunden, der jetzt während Corona seine Pizzeria aufgeben musste, der will jetzt da rein. Die Leute haben gesagt, die wohnen da, wir haben gar keinen Bürgerraum, gar keinen Raum, wo wir mal mit unseren Kindern den 12. Geburtstag von der Tochter feiern oder von einem Sohn feiern können. Wir brauchen solche Räume. Könnt ihr nicht sowas mit anbieten? Und er sagt, ja klar, das muss ich doch nur vorhalten und muss nicht sagen, das ist jetzt der Bürgerraum, aber das ist vielleicht ein Bereich in dem Haus, der dafür dient. Dann haben wir ein anderes Beispiel, das fanden wir eigentlich ganz spannend, das haben wir gekauft, das ist ein Bestand, den haben wir gekauft, klassisch wieder Investor übergibt uns, weil er nicht klar kam, weil er 3 große Bürgerinitiativen gegen diese Projektentwicklung hatten. Das Haus muss leider abgerissen werden, es ist sehr, sehr alt und kaputt, sieht zwar noch ganz gut aus, aber es ist nicht haltbar. Der hat es uns verkauft und hat gesagt, ja, ich will keinen Namen nennen, aber einen großen Hotelbetreiber, der hat einen rechtswirksamen Mietvertrag geschlossen. Jetzt haben wir den Mietvertrag, schaut mal, das ist so ein super Haus, hochrentierlich, habe ich einen Fonds dafür, der will das Hotel, wenn es gebaut ist, will das haben. Jetzt habe ich Bürgerinitiativen dazu.
Dann sind wir auf die Stadt zu, sind auf die Bürgerinitiativen zu und haben uns erstmal mit denen auseinandergesetzt und gesagt, was ist das Problem? Und er sagt, ja, schaut mal, die kleine Straße da hinten rein, das sind 12 kleine Hoteliers. Die gibt es seit 30, 40, dritte Generation in der Stadt. Die gehen alle kaputt, weil wir vorne durch diesen brutalen Anker Hotel die ganze Straße austrocknen, weil keiner mehr nach hinten geht, weil den Preiskrieg wir gar nicht gewinnen können, den dieses große Haus hier vorne macht. Da haben wir lange hin und her überlegt, haben gesagt, was machen wir da, und sind mit den Gewerbetreibenden ins Gespräch gegangen. Das ist das Erste, was wir jetzt mal machen, ist eine Zwischennutzung. Und da wollten wir eigentlich nur die beiden unteren dunklen Geschosse wollten wir vermieten. Am Ende war das Haus bis oben voll mit Start-ups, mit jungen Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir sind hier in einem sehr öffentlichen Bereich, wir sind direkt am Hauptbahnhof, wir brauchen alle keine Autos, wir kommen im Radl, wir kommen mit der S-Bahn, wir kommen mit der U-Bahn. Wir wollen dort so einen Innovation Hub haben. Wir wollen dort kleinere Platzierungen haben und wir wollen da rein, und das können wir uns auch leisten. Vielleicht können wir nicht alle Startups sich die Miete leisten, aber später geht es schon. Vielleicht auch eher die etablierten Startups, aber das ist doch ein guter Ansatz. Dann waren wir motiviert genug, den Mietvertrag des Hotels aufzulösen, abzuwickeln. Sie können sich das Gesicht vom Banker vorstellen, als wir mit einer bestehenden Finanzierung gesagt haben, wir lösen den Mietvertrag auf. War mutig, gar keine Frage, aber das Spannende war, die Bürgerinitiative hat sich beruhigt, logisch, weil sie gesagt hat, jetzt kommt ein Additiv zu der Stadtgesellschaft, die wir haben, und nicht ein Kontrapunkt. Und mit dem Additiv sind wir die Einzigen, die momentan in diesem Areal bauen dürfen, weil alle drumherum haben momentan Baustopp aufgezwungen bekommen von der Bürgerinitiative, weil sich eben alle gegen diese noch stärkere Verdichtung der Hotellerie wehren. Und da habe ich auch gesagt, da hat keiner zugehört. Da hören manche nicht zu. Und ich glaube, das ist so ein großer Anspruch, den wir manchmal brauchen und den wir uns auch holen müssen. Wir müssen schauen, dass wir uns diese Zeit gönnen, auch mal wirklich zuzuhören. Und zwar in verschiedenen Bereichen und verschiedenen Ausprägungen. Das letzte Bild, es kommt aus meiner Stadt, in der wir auch unser Büro haben, aus Starnberg. Tatsächlich so unten links, so sah es über 15 Jahre dort aus. Kleiner Pizzaladen, ja, also die Pizza mehr schlecht als recht. Wenn ich die, glaube ich, gegessen hätte, würde es mir so gehen wie meiner Nachrednerin heute. Dann haben wir auch gesagt, und was passiert jetzt da wieder? Das ist auch zum Beispiel, was Sie vorhin sagten mit Ihrem Kirchhof, wo Sie sagten, das Thema ist doch, wenn wir uns mit Transformation und mit Veränderung beschäftigen, müssen wir doch irgendwelche Impulse setzen, dass die Leute überhaupt mal aufmerksam werden. Ja, also wir müssen doch erstmal den Raum verändern, bevor wir mit einem finalen Produkt kommen. Also was lassen wir zu? Wie schaffen wir, öffnen wir Türen? Und ich glaube, das ist ein großes Thema, deshalb war ich das so sehr begeistert, als Sie von Ihrer Open-Space-Kampagne gesprochen haben und dass Sie dafür auch einen Preis bekommen haben, finde ich sehr, sehr toll, weil es ist so wichtig, dass man heutzutage, wenn wir über Veränderungen und Stadtveränderungen reden, erstmal den Raum als solchen verändern müssen, ihn anders zugänglich machen, anders wahrnehmbar machen, um dann in einer Diskussion dazu zu kommen, dass dieser Raum, der dann verändert wird, auch wirklich in eine Diskussion geht, um ihm eine weitere Nutzung zuzuführen. Glauben Sie mir, diese magentafarbene Treppe war nicht überall beliebt bei uns in der Stadt. Aber zum Beispiel, das war so, Sie haben ja auch viel Wasser und Starnberg ist auch eine Wasserstadt. Ja. Das Problem ist, dass der als die Stadt gegründet wurde und die Eisenbahn kam, man gesagt hat, das Wichtigste ist doch die Eisenbahn direkt am Ufer, und da gibt es einen 4 Meter hohen Bahndamm. Das heißt, eigentlich kann kein Mensch in meiner Stadt Starnberg das Wasser sehen. Und es ist verrückt. Ja, alle reden von einer Stadt am Wasser und sagen, da gibt es doch gar kein Wasser. Und da haben wir auch gesagt, ein Teil dieser Veränderung ist auch das Wecken der Neugierde und neue Blicke und neue Perspektiven aufzumachen. Also das ist zum Beispiel auch für mich ein ganz wichtiger Ansatz, Perspektiven aufzumachen, zu sagen, was passiert denn da eigentlich? Interessant ist, die Leute gehen auf diese Treppe hoch, Farbe sei dahingestellt, ja. Erster Balkon schaut man über den Bahndamm rüber, und die Leute kommen runter mit der Erkenntnis, ich sehe auf einmal aus der Stadt das Wasser. Das ist total banal, wo wir denken, ist doch eigentlich total logisch. Und der Künstler, der das gemacht hat, sagt, nee, darum geht's. Wir müssen schauen, dass die Leute, wir kriegen doch den Bahndamm nicht weg. Darüber diskutiert die Stadt seit 50 Jahren, dass der Bahndamm wegkommt. Soll irgendwie 200 Millionen kosten, keiner hat Geld dafür. Da sagt er, lass doch den Bahndamm und arbeitet mit einer anderen Perspektive, um diese Körnigkeit und auch die Möglichkeit der Umsetzung auch wirklich wahrhaft zu machen. Weil es bringt mir doch nichts,
Die nächsten 20 Jahre, in denen ich vielleicht noch in meinem Beruf tätig bin, über die Reduktion der Höhe eines Bahndamms zu diskutieren, das ich sowieso nicht schaffe, sondern dann ignoriere ich den Bahndamm und nehme ihn als gegeben hin und versuche, was anderes auszukriegen. Also ich glaube, was uns wichtig ist, Veränderung, Neugierde und den Mut zu haben, und da macht, glaube ich, wirklich Bremen wirklich vielen anderen Städten was vor. Also da Glückwunsch, das sind Sie sehr, sehr weit. Behalten Sie den Mut, behalten Sie die Neugierde, und ich freue mich da sehr auf die weitere Diskussion mit Ihnen. Vielen, vielen Dank. Seite einen recht schönen guten Abend. Ich bin ein bisschen eingesprungen mit dieser Keynote, haben wir gehört. Ich halte sie auch ein bisschen kurz und ein paar Sachen sind auch schon gesagt worden, muss ich sagen. Also vielleicht wiederholen wir uns alle, weil wir doch auch eine ähnliche Erkenntnisebene schon haben. Und vielleicht haben wir auch kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Das sagt man ja immer auch ganz gerne so. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich kann ja schon die erste Folie mal aufrufen. Schon da? Ja, naja, zurück, genau. Mein Büro arbeitet eigentlich im Bereich Stadtentwicklung. Das Thema Innenstadt ist bei uns in den letzten Jahren natürlich viel, viel wichtiger geworden, auch schon vor Corona. Wir machen zurzeit 8, glaube ich, Innenstadtkonzepte parallel in ganz Deutschland, von Sindelfingen bis Wolfsburg. Bremerhaven haben wir auch ein bisschen was gemacht. Und natürlich muss ich auch erstmal in den Chor einstimmen und sagen, wow, in Bremen ist die Welt eigentlich ganz schön in Ordnung. Natürlich haben die wahrscheinlich Zahlen, Daten, Fakten, die das Gegenteil belegen. Aber ich würde sagen, hier ist so viel da von dem, was ich gleich erzählen will, dass man eigentlich einen super Ausgangspunkt hat. In diesen Konzepten merken wir, gibt es Muster. In diesen Innenstädten gibt es Muster. Auch wir arbeiten in ganz großen Innenstädten, in ganz kleinen Innenstädten. Und ich will Ihnen ein bisschen was von den Gedanken teilen, die wir so haben, wenn wir strategisch an Innenstädte herangehen. Ein Grundbegriff, mit dem wir immer arbeiten, ist, dass wir sagen, so wie jede Stadt ein Versprechen gibt, ne? Warum ziehen Menschen so gerne in Städte? So geben auch Innenstädte ein Versprechen. Das ist das alte Bild von Georg Gross, so dieses Urbanitätsversprechen, ne? Dieser Buzz in den Innenstädten, den man erwartet. Und wir haben gemerkt, es gibt eigentlich 6 Ebenen oder 6 Dimensionen oder 6 Säulen, wie wir auch sagen, dieses Innenstadtversprechens, die eigentlich eine gute Innenstadt geben könnte, sollte, vielleicht auch mal gegeben hat. Wir haben es eben auch schon gehört, die sie auch vielleicht nicht mehr gibt. Das erste ist natürlich, und das ist das Basale, Innenstädte sind die Marktorte gewesen immer, ne? Also darum haben sich die Städte überhaupt entwickelt, gegründet als Handelsorte. Viele Städte, gerade Bremen, ich komme ja aus Hamburg, ne? Der großen, nicht aufgestiegenen Schwester. Es tut weh. Und als diese Marktorte, ne, das ist natürlich eine ganz, ganz basale Funktion, dieses alle Waren der Welt werden hier angelandet, sie werden verarbeitet vielleicht auch, sie werden geteilt, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, das ist ein Teil dieses Versprechens, und Innenstädte, die dieses Versprechen nicht mehr einlösen, die haben auch ein großes Problem. Eine zweite Ebene ist sicherlich das, was da, haben wir eben auch gehört, 50.000 Arbeitsplätze in der Innenstadt. Das vermutet man gar nicht so, wenn man durch die Innenstadt läuft. Das ist ja richtig, richtig viel. Aber da merkt man, Innenstädte sind tatsächlich auch eigentlich immer die ökonomischen Herzstücke einer Stadt. Natürlich, die Fabriken liegen draußen und da wird dann ordentlich produziert und auch manche Firmenzentrale hat sich outgesourced, aber so die großen Entscheidungsfunktionen haben sich immer auch in den Zentren geballt. Ne? Die großen Unternehmenssitze, aber auch bedeutende Orte der Arbeit, die jenseits dessen waren. Also Innenstädte waren früher auch Orte der urbanen Produktion, wie wir es heute nennen, also wo in den kleinen Manufakturen, und Sie alle kennen diese hanseatischen Modelle von, ich sag mal, da werden Waren angelandet, dann werden sie irgendwie weiterverarbeitet und vorne im Kontor verhökert. Ne? Also das ist im Grunde genommen ja ein Modell, von dem wir heute träumen als Stadtplaner, diese Art von kleinteiliger Produktion und Produktivität in der Innenstadt zu haben. Ein drittes Versprechen von Innenstädten, und auch da muss ich sagen, wenn die Innenstadt das nicht gibt, dann wird es ein bisschen düster. Hier kann ich richtig was erleben. Ne? Also die Geografen, und da ist das so ein bisschen abgeleitet aus dem Konzept der Daseinsgrundfunktion, wer das mal hatte noch in der Schule in den 70ern, 80ern, kennt das vielleicht noch. Also was brauchen Menschen eigentlich? Ja, Menschen haben auch diesen ganzen Bereich von Muße, von Sinnerleben, von Gemeinschaftlichkeit. Und da sind die Innenstädte eigentlich immer auch der zentrale Ort gewesen. Nicht umsonst reden wir vom Salon der Stadt, wir reden vom Corso, von der Piazza, freuen uns in Italien, wenn da Menschen irgendwie abends noch lange durch die schön gelblich beleuchteten Innenstädte laufen und wünschen uns das immer für unsere Innenstädte. Das ist sicherlich was Innenstädte auch auszeichnen muss. Genauso wie das Innenstädte Wohnorte waren. Das haben wir auch ein bisschen vergessen. Also ich sage mal, Hamburger Wallring, wer das vor Augen hat, da wohnten mal 100.000 Menschen. Das ist eine Dichte, wie sie heute nur noch in Hongkong haben. Das war auch extrem ungesund, wollen wir nicht verklären. Da ist die Cholera auch noch mal 1892 ausgebrochen und so.
Aber dieses Wohnen in den Innenstädten ist natürlich auch an vielen Orten rausgedrängt worden, kommt aber auch zurück, ganz, ganz spannend. Und zwar nicht nur in Form von The Grand in Frankfurt, wie hier rechts auf dem Bild, sondern auch in vielen, vielen kleinen, teilweise auch genossenschaftlichen Projekten, die sagen, wir wollen am Puls wohnen. Ja, und dann noch das Versprechen, was wir auch oft vergessen haben, das ist das Agora-Versprechen. Das klingt so wahnsinnig hochtrabend, aber Innenstädte sind auch immer die politischen Zentren. Ich finde es wahnsinnig toll, wenn man hier wirklich über den Markt geht oder das Rathaus hat, die Bürgerschaft. Das ist ja wirklich eine fast schon Aufstellung der politischen Kräfte in dieser Stadt. Man hat auch die Kirche im Hintergrund. Also das ist ja schon toll. Und natürlich, wo macht man eine Demo? Wo geht Greta Thunberg hin? In die Innenstadt, nicht ins Gewerbegebiet oder irgendwie an einen Beach oder so. Also diese Funktion, die haben viele Städte auch in den 60ern, 70ern, 80ern rausgesourced. Es gibt Städte, die haben ihre Rathäuser irgendwo dann JWD hingestellt und da geht auch ein Stück verloren. Naja, und die letzte Funktion, diese sechste Säule des Innenstadtversprechens, das sind natürlich auch die Orte, wo ich gut hinkomme, wo ich von denen ich gut überall hinkomme, wo ich anlande, wenn ich aus der Welt komme. Das ist diese Hub-Funktion, die Innenstädte haben. Dadurch sind sie natürlich auch Battlegrounds geworden für allerlei neue Formen von Mobilität, die nicht alle nur gute Laune machen, trotzdem auch vielleicht manchmal Spaß machen. Und ja, wenn man diese Funktion nimmt, dann eine ideale Innenstadt, da wären diese Funktionen halbwegs im Gleichgewicht, würde man sagen. Vielleicht mit der einen oder anderen Beule in der anderen, einen oder anderen Richtung. Was tatsächlich passiert ist, und das haben wir vorhin auch schon gehört, dass sich diese Funktionen sehr, sehr stark sozusagen verlagert haben. Und das hat sicherlich auch was mit der Planungsideologie zu tun, das hat was mit Marktmechanismen zu tun, aber eben auch ganz stark mit der Wiederaufbaupolitik in Deutschland, speziell in den Innenstädten, was dazu geführt hat, dass Innenstädte zu Dienstleistungs- und Handelsorten nur noch geworden sind und an vielen Städten auch nur noch zu Orten, wo der Handel wirklich dominiert. Und wenn wir da jetzt drauf gucken und merken, wenn wir dieses Bild hier rechts uns angucken, und das ist sicherlich für Bremen ein bisschen anders, muss man sagen. Also wenn ich hier durchgehe, ich habe jetzt auch da die Zahlen, Daten, Fakten nicht, der Nutzungsmix ist hier wahrscheinlich viel ausgewogener. Aber dennoch ist es auch wahrscheinlich hier diese Dominanz zu treffen. Und wenn wir dann gucken, was mit diesen dann Säulen passiert, natürlich sind diese verbliebenen Säulen, seien die stark oder schwach, auch enorm unter Druck. Also diese Säule Handel und Versorgung, liest man viel von, muss ich jetzt nicht lange runterbeten, die wackelt. In Wahrheit sage ich, da ist ein Riesentransformationsprozess, haben Sie ja auch vorhin so schön gesagt. Das ist nicht das Ende eines Weges, sondern es ist ein unheimlich vielleicht auch schmerzhafter Transformationsprozess. Und es gibt Ladenkonzepte, die wahnsinnig gut funktionieren, die sich auf Konvergenz einstellen zwischen Online- und Offline-Handel. Es gibt welche, die tun sich damit schwer. Es gibt Marken, die einfach aus der Zeit gefallen sind, auch Konzepte, die aus der Zeit gefallen sind. Und leider ist das Warenhaus, wie wir es sozusagen in der Galeria erlebt haben, wahrscheinlich eines dieser Konzepte, die nicht mehr so gut funktionieren. Wir haben durch Corona natürlich eine Akteursschwächung und Ausdünnung erlebt. Vor allen Dingen ist dieses Wertschöpfungsmodell Dichte, Nähe, das Wertschöpfungsmodell Grabbeltisch, sage ich mal, das funktioniert irgendwie nicht mehr so richtig. Ich glaube, da haben wir uns alle ein bisschen was abgewöhnt, so wie wir uns auch schwer tun, hier ohne Maske reinzurennen immer noch. Das dauert noch eine Zeit, bis diese alte, sage ich mal, Dichte wiederkommt. Das ist im Wesentlichen das Wertschöpfungsmodell, auf dem Innenstadt beruht. Frequenz, Dichte. Also gucken, wie gehen wir daran an dieses Thema. Auch Arbeit und Produktivität verändern sich ganz stark. Wir haben Trends wie eben die Flexibilisierung von Zeitregimes, von Arbeitsregimes. Und da ist nicht nur Homeoffice zu nennen, sondern da sind auch sozusagen das, was wir eben gehört haben, Third Places zu nennen, dass wir die Kreativität findet nicht am Schreibtisch statt, solche Themen. Aber auch das Thema von Gemeinschaftlichkeit im Arbeiten, was wir eben gehört haben, Startups, die dann plötzlich in ein Gebäude ziehen und sagen, wow, das ist eigentlich der Ort zentral und wir haben wahrscheinlich auch Fühlungsvorteile hier vor Ort. So, natürlich Corona hat dem auch ein bisschen einen Gegentrend gesetzt. Das Thema gemeinschaftliches Arbeiten ist ein bisschen auch zwischendurch, so waren Fragezeichen dran, wie eng wollen wir da aufeinander sitzen, wie gemeinschaftlich kann es sein und haben wir dann immer Plexiglaswände zwischen uns, wie geht das weiter? Auch da ist die Frage, was bleibt von dem, was wir uns angewöhnt haben jetzt an neuer Nichtnähe? Und natürlich muss man sagen, ist der klassische Büromarkt enorm unter Druck geraten. Wir reden eigentlich auch von der Krise der Obergeschosse, die wir in vielen Innenstädten haben. Und da kannibalisieren sich auch die Büromärkte gerade durch die Neubauprojekte, die überall auch vor Corona schon als Start gegangen sind. Das Wohnen, sagte ich schon, das drängt zurück in die Innenstädte, eigentlich eine Riesenchance. Und da gibt es dann den Wunsch, dann nutzen wir doch alles um, was geht, zu wohnen. Dem sind natürlich ganz enge Grenzen gesetzt, technische Grenzen, baurechtliche Grenzen gesetzt, aber auch natürlich Grenzen gesetzt, dass dieses Innenstadtwohnen nicht für alle Zielgruppen gleichzeitig oder gleich gut funktioniert. Aber für die Gruppen, die auf Flexibilität, auf Temporalität vielleicht stehen und, sage ich mal, nach anderen Wohnformen suchen, vielleicht aber auch für Projekte, die
wirklich sich ihr eigenes Umfeld mitbringen. In Hamburg entsteht gerade in der Innenstadt ein wunderbares genossenschaftliches Projekt, wo ein altes Parkhaus in ein Genossenschaftsprojekt umgebaut wird, der Gröninger Hof. Ein Projekt, was eigentlich sonst in irgendeinem Bürohaus jetzt entwickelt worden wäre, wenn da nicht diese Leute auf den Tisch gekommen wären und gesagt hätten, wir wollen das gerne haben, das Grundstück. Insofern, solche Projekte beleben Innenstadt, bringen andere Nutzung rein, auch eine andere Kultur rein. Und naja, das, was ich vorhin sagte, diese Mußebereich, der Bereich des Salons, die Innenstadt, ne? Also die postmateriellen Bedürfnisse sind ohnehin stärker geworden in den letzten 10, 15 Jahren. Also die Frage nicht mehr nur Konsum, sondern authentische Erlebnisse, Überblendungen von Handel, Kultur, von Produktion und Kultur, aber auch von Debatte und Kultur. Also ich zitiere immer sehr gern einen wunderbaren Ort in Basel, wer da mal war oder ist, das Unternehmen Mitte. So ein Ort, in dem Kultur, in dem Debatte, in dem sozusagen Muße sich überblendet mit einem Third Space, ein Ort, wo man konsumfrei sitzen kann, aber auch für 7 Franken seinen Cappuccino trinken kann, wenn man es denn zahlen möchte und kann. Also solche Orte haben einen enormen Zulauf, nach denen wird gesucht. Und die Frage ist, wie kriegen wir die in so einem hochpreisigen Umfeld wie der Innenstadt realisiert? Ja, und die Mobilitätswende, von der ich sprach, ist natürlich auch ein Riesenwandelthema für die Innenstädte. Nicht umsonst dieser ganze Diskurs um autofreie Innenstädte. Nun gehört Bremen zu den glücklichen Städten, die eine ordentliche Fußgängerzone haben. Es gibt einige, die haben das nicht so toll, unter anderem meine Heimatstadt. Da haben wir ja nur so Reste von einer Fußgängerzone. Und die Debatte um jeden Parkplatz ist natürlich auch ein Kampf, ist ein Kulturkampf, darf man sich nichts vormachen. Trotzdem ist eine Riesenchance drin, jetzt zu gucken, wie kriegen wir das stehende Blech aus den Innenstädten, wie holen wir die öffentlichen Räume zurück, wie kuratieren wir die dann aber auch, weil einfach nur einen schönen Platz zu bauen, das hilft noch nicht. Ne? Dann hat man nämlich einen toten schönen Platz. So, das sind so ein bisschen die Punkte, die einmal durch diese 6 Ebenen durchgegangen. Jetzt will ich noch einmal sozusagen, wie denn so ein Schlüssel sein kann. Ach so, das ist noch ein Element, was ich immer nennen muss und möchte auch. Dass Innenstädte auch eben Felder des Experimentierens werden, des Stadtmachens, wie wir es nennen. Also, dass da ganz andere Akteursgruppen plötzlich auf den Plan treten. Initiativen, die sagen, wir wollen das mal ausprobieren. Und dem muss man natürlich Raum geben. Das ist natürlich auch teilweise ein Umdenken, was da erforderlich ist. Auch bei den EigentümerInnen von Immobilien, die natürlich große Furcht und Sorge haben, wen sie sich da ins Haus holen und kriege ich das dann wieder weg? Na, nee, vielleicht nicht und vielleicht ist es auch gut so. Aber was mache ich dann? Wir haben das mal, also ich sagte, wir machen gerade einige dieser Innenstadtkonzepte eins in Offenbach, wo wir das ein bisschen paradigmatisch auch versucht haben, mal umzusetzen. Wie kann man denn dann daran arbeiten? Und eigentlich nur ein paar Bilder dazu. Auch da war der Grundansatz, diese Säulen wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was wir versucht haben, ist gemeinsam in einem Prozess, wirklich in einem Dialogprozess mit allen möglichen Stakeholdern der Innenstadt, wirklich zu gucken, was könnten Projekte sein, die genau auf diesen Schnittstellen liegen, dieser Säulen, und die diese Säulen integrieren. Weil es nützt dir noch nichts, wenn sie zählen, naja, wir haben doch viele Arbeitsplätze, wir haben doch ein paar Museen und wir haben auch tolle Einkaufslagen, aber das schwingt nicht zusammen, das kommt nicht irgendwo zusammen. Sie brauchen diese hybriden Orte, diese Orte, die viel können. Das sind dann Orte wie die berühmten skandinavischen Bibliotheken, von denen wir jetzt alle immer so schwärmen, ne, wo ganz viel dieser Nutzung zusammenkommen. Auch in Offenbach entsteht sowas, das nennt sich Station Mitte. Da gab es glücklicherweise den Anlass, dass die Bibliothek auch einen Neubau will. Und das wird jetzt tatsächlich auch mit Fördermitteln des Landes angeschoben. Oder in Bochum, wo wir auch ein Innenstadtkonzept gemacht haben, wo das Haus des Wissens, wo die Universität in die Stadt reinkommt und sich ganz viele Nutzungen auch verblenden. Oder ein Designhaus in Offenbach, wo wir die HFG, die Hochschule für Gestaltung, die da gerade aus der Innenstadt eigentlich rauszieht, sagt, okay, die kriegt nochmal einen Inpost, keinen Outpost in der Innenstadt, wo sie wirklich auch vom Makerspace, von, sage ich mal, kleinen Designstudios, Showroom, Handel auch, ne, aber auch ein bisschen Debatte, was Universität ja auch macht, so installieren will. Alles Projekte, die wahnsinnig komplex sind und die man nicht im klassischen Projektentwicklungsmodus auf die Straße kriegt. Das muss einem natürlich auch klar sein. Diese Vision, diese inhaltliche Ebene, die ist schnell beisammen. Na, das sagte ich vorhin. Also wir haben nicht wirklich ein Erkenntnis- oder ein Ideenproblem. Das klang ja vorhin auch an. Es gibt so viele Ideen in dieser Stadt eigentlich. Ne? Sondern die Umsetzung ist tatsächlich das schwierige Brett und das dicke Brett. Und was wir immer sagen, es braucht so ein ko-kreatives Betriebssystem in der Innenstadt. Das hat so ein paar Zutaten. Der Ausgangspunkt ist wirklich, dass man sich klar wird, was ist denn unser Ökosystem der Akteure, derjenigen, die Stadt machen, derjenigen, die Stadt machen könnten vielleicht. Was sind die neuen Handelsformate? Wer erprobt sich da im Feld von urbaner Produktion, von Makertum eigentlich? Und was sind denn auch die EigentümerInnen, die bereit wären, da als Erste voranzugehen und mit guten Beispielen zu zeigen, dass sowas funktioniert? Na, also man muss Akteursmining machen, sage ich mal, und diese Leute an einen Tisch bringen.
Der nächste Punkt ist, dass man natürlich gemeinsam mit eine Vision braucht. Also ich glaube, wir erleben schon jetzt durch die Fördermittel auch, und das soll gar nicht kritisch jetzt klingen, aber einen unheimlichen Aktionismus. Also wir machen unheimlich viel und dann wird irgendwann das Fördermittelgeld vorbei sein, und wir brauchen schon eine Strategie dahinter und eine Vision. Und die Städte, die das machen, und deswegen sind ja auch diese Fördermittel oft sehr gekoppelt damit, dass man eine Strategie entwickelt, die dann auch dieser Akteurskreis auch mitträgt, wo sie sagen, in diese Richtung wollen wir laufen. Und natürlich brauchen wir auch einen starken Akteur für diesen Wandel. Es ist ganz fantastisch, also ich habe vorhin mit Karl Zillig gesprochen, den wir kennen es ja noch aus Heidelberg, und der Ansatz, der hier in Bremen gefahren wird mit diesem Team, mit dieser, na, ich nenne es jetzt mal Agentur Mitte, es heißt anders, hat einen anderen Namen, ne? Aber dass man sagt, wir haben einen Akteur, der sich wirklich um diesen Wandel kümmert, langfristig, weil wir sagen, das ist eigentlich wie eine IBA. Ne, wie eine internationale Baustelle. Man braucht einen langen Atem, das dauert viele Jahre. Und das ist vielleicht auch ein revolvierender Prozess, wo man auch nicht sagen kann, der ist dann irgendwann abgeschlossen, weil dann fängt es wieder irgendwie von vorne an einer anderen Stelle an. Man braucht eine politische Verankerung dafür, man braucht auch eine gewisse personelle Ausstattung, damit das alles läuft, weil man muss tatsächlich auch ein Stück weit da kuratierend arbeiten, diese ganzen Akteure, Räume und Konzepte zusammenbringen. Und es gibt gute Beispiele dafür. Wie gesagt, in Bremen ist eines unterwegs, auch in Bielefeld habe ich es neulich kennengelernt, die haben so ein Team Zukunft gegründet, wo dann aus verschiedenen Dezernaten da Leute zusammenkommen. Das sind die richtigen Wege, glaube ich. Wir brauchen aber auch neue Instrumente, vielleicht auch alte. Ne? Es gibt momentan auch eine Diskussion darum, wie kann uns eigentlich das Sanierungsrecht in der Innenstadt an einigen Stellen weiterhelfen. Aber wir müssen auch gucken, was für Finanzierungsmodelle oder Instrumente haben wir. Wir haben dieses wunderbare Instrument vom Business Improvement District, was unter Planern ja immer auch so ein bisschen bewährt ist, aber wo wir sagen, eigentlich ist es eine tolle Initiative zusammen. Wir holen Eigentümerinnen zusammen und die machen etwas gemeinsam. In der Regel haben sie bisher Blumentöpfe irgendwo hingestellt und das Pflaster nochmal richtig schick gemacht. Können die nicht gemeinsam den Blumenladen irgendwie finanzieren, der sich die Miete nicht leisten kann? Können die nicht vielleicht auch gemeinsam wirklich einen Wandel so einer Stadt irgendwie vorantragen? Es gibt wunderbare Beispiele. Wir zitieren immer die SEMA-Est-Agentur in Frankreich, die den InnenstadtmacherInnen wahrscheinlich ein Begriff ist, wo es eine zentralstaatliche Agentur gibt, die wirklich sagt, wir kaufen Ladenlokale ab als PPP. Ja, also es ist eine staatliche Stelle, die zusammen das macht mit einem sozusagen privatwirtschaftlichen Akteur. Und die vermieten wir aus. Und wir sind uns klar, dass wir da jetzt nicht Kosten alle reinkriegen, weil das ist für uns ein Invest. Wandel in der Innenstadt ist ein Invest in, sagen wir mal, auch sowas wie eine Gemeinschaftlichkeit einer Stadt. Ne? Andere Modelle, was immer zitiert wird, gern ist das Aspern-Modell, wo die Stadt Wien sowas Ähnliches gemacht hat. Und das sind durchaus erfolgreiche Beispiele, da kann man sich was abgucken. Und Testräume eröffnen, das Bild, Herr Ehret, Sie werden es kennen, das Werksviertel. Ne? Also zu zeigen, dass man da auch mit einer anderen Haltung an solche Projektentwicklungen rangeht und mehr Mut zum Experiment hat, das wurde schon vielfach gesagt. Und das Ziel muss wirklich sein, dass wir eine völlig neue Qualität von Projekten haben. Ich zeige dieses Bild immer gerne, weil das ist das Paloma-Viertel in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das hier in Bremen überhaupt so weit über die Weser und die Würme geschwappt ist. Aber das ist so für mich so ein Beispiel, wie sowas laufen kann. Das ist aber auch ein Beispiel, wie schmerzhaft das ist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass solche Projektentwicklung, das ist ein Stück Projektentwicklung, wo ein bayerischer Investor ein Stück Reeperbahn gekauft hat und dann festgestellt hat, dass das ja eine andere Planungskultur ist, muss man sagen. Und sich dort in einen Prozess hat begeben müssen, aber auch dann begeben wollen, muss man ganz offen sagen, der zu einer ganz anderen Form von Projekt geführt hat, nämlich ein viel, viel gemeinschaftliches, genossenschaftliches, was genau diese ganzen Zutaten hat, was diese ganzen Funktionen verschränkt, also ein Innenstadtbaustein par excellence. Aber das war natürlich ein Prozess, der wahnsinnig viele Anstrengungen erforderte, der auch sicherlich den einen oder anderen Renditepunkt irgendwie hat runtergehen lassen, der aber als nachhaltiges Invest natürlich unheimlich tragfähig ist. Und man darf es auch sagen, eine gute Geschichte ist. Ne? Also das Projekt zeigt einfach, dass man da auch anders agieren kann. Solche Projekte brauchen wir und wir brauchen dahinter sicherlich eine andere Haltung bei allen Akteuren. Wir müssen wegkommen von diesen Begriffen wie City Management vielleicht, wo wir sagen, Mensch, da managen wir irgendwas so vom Schreibtisch aus, sondern es ist kuratieren, man muss reingehen, man muss mit den Leuten reden, man muss vor Ort sein, man muss wirklich die Hände in den Boden stecken, sage ich mal. Und man muss auch als planende Akteure, dann nehme ich uns, unsere Zunft sozusagen so ein bisschen in die Pütt, auch tatsächlich sagen, wir müssen ermöglichen. Wir müssen nicht nur Pläne machen, ne? Wir müssen wirklich ermöglichen, wir müssen Möglichkeitsräume aufschließen, noch ein Stück Kontrolle abgeben. Das ist dann sicherlich eher an die Kolleginnen in der Politik gerichtet. Dankeschön. Das ist schon mal gut. Das war halt nicht so, kann man das lassen.
Ich will noch das abwarten, dass Sie sich da nicht... Ah nee, passt. Ja, da steckt ja schon wirklich viel drin, meine Damen und Herren. Wir sind auch schon ein bisschen, ganz bisschen über die Zeit. Vielleicht werden wir die Interaktion auch auf den Part der Drinks nachher verlagern. Julian Petrin, ich wollte nicht über den HSV sprechen als HSV-Fan, jetzt hast du es doch getan, aber wir beenden das Thema des Fußballs damit auch gleich wieder. Michael Ehret, ich habe gesehen, Sie haben sich beim Vortrag von Julian Petrin relativ viele Notizen gemacht. Was haben Sie sich denn da aufgeschrieben? Ja, also erstmal hat mir natürlich dieses Bild dieser Bubble so wahnsinnig gut gefallen, wie sich das so entwickelt und wie diese Rezeptur, aus das eigentlich aus der in der Innenstadt besteht, wie sich das so verändert hat. Und ich finde immer, und ein zweiter Punkt war dieses Storytelling, ja. Also ich finde, was wir oft vergessen ist, wir müssen uns wirklich bildhaft solchen Themen nähern und müssen es einfach verständlich machen. Das Problem, was wir in der Immobilienbranche ganz oft haben, dass wir natürlich über Dinge reden, die aber ein Bürger oder der Nachbar gar nicht versteht. Also müssen wir es in irgendeiner Form, das hat nichts mit Nicht-Verstehen zu tun, sondern mit einer anderen Sichtweise. Und wir müssen die Sprache, die wir verwenden, auch anpassen auf die Menschen oder auf die Initiativen oder auf die Bürgergruppen, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Und deshalb ist das zweite Notiz, die ich mir machte, war das Storytelling, weil ich glaube, wir können viel mit Geschichten erzählen und auch guten Beispielen, weil es ist ja so, wir haben ein Füllhorn von guten, umgesetzten Themen mittlerweile und es ist eben nicht alles nur noch eine Ideenwelt, sondern wir haben viele Realbeispiele mittlerweile. Elena de la Sega, Stichwort Storytelling, das bringt mich sofort auf den anderen Begriff des Story-Listenings, der, glaube ich, für euch als Unternehmen sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht schilderst du einmal, was sozusagen diese Methode des Story-Listenings beinhaltet, warum die so wichtig ist und auch, was ihr als Unternehmen insgesamt macht, weil ihr seid keine, ich glaube, eine klassische PR-Agentur seid ihr auf keinen Fall, da werdet ihr empört, wenn man das sagen würde. Ihr seid aber auch kein Planungsbüro. Eure Website beinhaltet sehr viele, sehr komplizierte Dinge. Wir definieren Nutzungsprogramme, Produktkonzepte, Betriebsmodelle für öffentliche und private Projekte, Plätze, komplexe Stadtbausteine. Wir formulieren blablabla, das geht jetzt so weiter. Was macht ihr eigentlich? Und warum ist Story-Listening so wichtig? Wir sind die eierlegende Wollmilchsau. So klingt das ein bisschen. Ich glaube, ich muss den Text auf der Webseite überarbeiten als Textchefin. Danke für das Feedback. Ja, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Also ich bin Kreativstrategin und entwickle Narrative und schreibe Geschichten, entwickle Geschichten, erzähle Geschichten oder identifiziere die Bausteine oder die Plots oder auch die Schauplätze, über die sich diese Geschichten erzählen lassen, in Transformationsprozessen von Orten oder für Unternehmen, die einen Raumbezug haben oder sich mit Orten beschäftigen. Das ist mein Hintergrund. Also ich komme aus der Kommunikationsecke und jetzt könnte man, wenn man den Begriff Story Listening hört, könnte man meinen, ja, normalerweise ist das ja so Sender-Empfänger, also da wird eine Story getellt und dann hören sich die Leute das zu und entweder sie können was damit anfangen oder nicht und Story Listening ist sozusagen die andere Perspektive, aber es ist tatsächlich, dahinter verbirgt sich eine qualitative Forschungsmethode, die ich aus dem Studium mitgebracht habe und versucht habe zu etablieren. Egal ob in kleinen oder in großen Projekten wie Quartiersentwicklung, der Maßstab ist mir da immer total egal oder die Dimension, die Größe des Projektes. Es lohnt sich immer zuzuhören und wirklich mal einfach nicht in der Art und Weise, wie ich eine Frage stelle, schon zu implizieren, was ich gerne für eine Antwort hören würde, die mir dann eine Lösung gibt, für wie ich meine Nutzung zu komponieren habe, sondern einfach in der Auseinandersetzung mit Stakeholdern oder mit den EndnutzerInnen, dass diese Perspektive die eigentlich entscheidende ist, das haben wir heute schon ganz oft gehört, von vornherein diese Haltung zu haben, zuzuhören, was ist denn gewünscht, was wäre denn etwas, was mich wieder in die Innenstadt locken könnte. Hast du mal ein Beispiel, wo ihr das gemacht habt? Wir haben das zum Beispiel gemacht, als wir das Entwicklungs- und Nutzungskonzept für die Urban Tech Republic konzipiert haben. Da ging es darum, dass man rausfinden musste, wir hatten diese denkmalgeschützten Terminalgebäude, die im Zuge der Wirtschaftsförderung zu Gründer- und Technologiezentren umgenutzt werden sollten und umgeplant werden sollten. Und da ging es erstmal darum, rauszufinden, was brauchen denn so technologieorientierte GründerInnen, was brauchen die denn eigentlich? Die haben eine ganz andere Entwicklungskurve, wie Startups oder GründerInnen aus der
aus der, ich sage jetzt mal, Internetszene. Die brauchen teilweise mehrere Jahre, haben am Anfang einen viel höheren Beratungsbedarf und später einen höheren Technologiebedarf. Also das switcht sich das so. Von am Anfang brauchen sie Räume der Kommunikation, offenere Strukturen und haben einen hohen Beratungsbedarf. Und später brauchen sie dann spezifischere Raumangebote, wie zum Beispiel Laborsituationen oder anderes, wo sie ganz andere Anschlüsse brauchen oder so. Ja? Und auf die Ergebnisse, die dann eingeflossen sind in die Planung, das teilweise sogar nochmal umgeplant wurde, auf die wären wir nie gekommen, wenn wir da nicht genau zugehört hätten. Julian, ist das das, was dir vorschwebt? Geht das in die richtige Richtung? Ist das die Art von, keine Ahnung, mehr Zuhören, die man braucht? Mhm. Und die vielleicht die klassischen Planungsbüros oder Planer ein bisschen zu wenig praktizieren? Ja, also in der Planungswelt ist ja die Entsprechung dann sozusagen das partizipative oder ko-kreative Vorgehen. Und wir haben eben schon gehört, Partizipation mit Y fand ich sehr schön. Das ist ja was sozusagen, wenn man so will, seit den 70er Jahren eigentlich als Mantra auch sozusagen gelehrt wird, auch praktiziert wird, in Wahrheit nicht immer gut funktioniert. Ja, wir können, glaube ich, schon ganz gut zuhören, wir Planerinnen. Aber wir können dann das Zugehörte nicht gut transformieren in Produkte. Und das ist nicht nur ein Problem, was an uns PlanerInnen liegt, sondern das liegt natürlich auch an den Prozessen, die dahinter liegen, dass wir auch politische Prozesse dahinter haben, die manchmal dann über dieses Zugehörte hinweggehen. Also wir bewegen uns ja, wenn wir Stadt entwickeln, immer im politischen Raum. Und die Vielfalt der Interessen ist so groß, dass die Stimme derer, die wir da gehört haben, der EndnutzerInnen zum Beispiel, tatsächlich oft sehr, sehr schwach ist. So dass wir für uns auch gemerkt haben, es ist sehr entscheidend, auch sozusagen, ich sag mal brutal, an die Köpfe derjenigen ranzukommen, die Stadt in der Hand halten, materiell in der Hand halten, ne? An die EigentümerInnen, an die, gerade im Thema Innenstadt ist das ganz entscheidend, ne? Weil wir können uns wunderbare Dinge ausdenken, Nutzungskonzepte. Das heißt, wir werden oft auch gefragt, mach doch mal eine Bürgerbeteiligung zur Innenstadt. Und ich rate da eigentlich inzwischen ab. Weil erstens, die Wünsche kennen wir. Wir haben so viel zugehört in den letzten 10, 15 Jahren, dass ich Ihnen das so aus meinem Big Data-Schatz von Bürgerbeteiligung so ein Best-of-Innenstadtwünsche aufschreiben kann. Das wird in jeder Stadt ein bisschen anders sein. Klingt ein bisschen zynisch. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, dass wir wirklich an die rankommen, die dann nachher diese Stadt entwickeln und auch das dann die Macht haben, statt zu entwickeln. Das ist ein Machtspiel auch in der Innenstadt. Mhm. Professor Bußmann, jetzt haben wir heute schon tatsächlich viele, viele unterschiedliche Impulse gehört. Wir haben uns ja im Vorfeld auch ein bisschen darüber unterhalten und Sie haben sich sehr stark, ich sag mal, gegen die Monofunktion von Städten ausgesprochen, haben eine eigene neue Vision von Stadt entwickelt. Vielleicht wollen Sie uns die noch mal ein bisschen schildern und vielleicht wollen Sie uns dann auch erzählen, Sie sind ja Verleger, Sie machen eine Zeitschrift. Wenn Sie jetzt das, was wir bisher gehört haben, so in die Zeitschrift unterbringen, was für eine Titelgeschichte würde das dann ergeben? Ich glaube, Politik ist die Titelgeschichte. Stadtentwicklung und Gesellschaft als Politik. Fragen Sie mich, warum ich vor 30 Jahren dachte, dass der Begriff Polis so cool sei, den ja, eigentlich kaum Leute kennen. In der Polis ist ja das Politische auch drin und ohne, dass ich jetzt einen Vortrag über Philosophie halten will, aber am Ende geht es ja darum, nehmen wir Anteil an den öffentlichen Angelegenheiten. Das ist ja der Kern alles Urbanen oder Städtischen. Oder verkriechen wir uns ins Private und lassen den Rest die anderen machen. Die Stadtverwaltung, sollen die doch mal machen, soll der Herr Heyer doch mal gucken, dass Bremen wieder funktioniert. Wir warten mal ab. Diese eigenartige Zerteilung von Gesellschaft über institutionelle, über Abgabe von Verantwortung ist ja eigentlich auch was Absurdes. Und an dem Punkt wird es auch sehr interessant. Müssen wir nicht allmählich auch mal wieder darüber nachdenken, dass wir uns Stadt zurückholen als Zivilgesellschaft? Natürlich geht es nicht ohne Investition oder ohne Investoren und viele andere auch, aber wir sind doch manchmal viel näher an der eigenen Ermächtigung, als wir längst glauben. Wir haben doch über die letzten Jahrzehnte alles abgegeben mental und denken, ja, können wir sowieso nicht dran teilnehmen. Ach, das Haus gehört dem und die Straße dem. Und auf einmal sind wir Bürger ohne Land, Ritter ohne Land, Bürger ohne Stadt. Ja, so geht's natürlich nicht. Und das ist ja auch das, was wir jetzt wahrnehmen eigentlich. Es ist, manchmal habe ich das Gefühl, ja nur das Ergebnis dessen, was schon viel früher stattgefunden hat, dass wir eigentlich eine zivile Gesellschaft geworden sind, die genau dieses Anteilnehmen an den öffentlichen Angelegenheiten in der Innenstadt gar nicht mehr sucht. Und Corona hat mir so ein bisschen deutlich gemacht, dass wir schon krass auf dem Wege sind, uns alle zu privatisieren.
Homeoffice, E-Learning, E-Commerce, wir sitzen im Sessel zu Hause. Meine Güte, was für ein armseliges Leben haben wir eigentlich vor uns. Alles muss zu Hause passieren. Wir überfrachten das Familiäre, das zu zweit sein, das alleine sein und meinen, das sei ein Ideal, dem wir hinterherlaufen mit dieser Digitalisierung. Ich sage Ihnen, das Gegenteil ist der Fall. Wir sind doch alle soziale Wesen, die gar nicht anders können, als das andere, den anderen zu suchen. Innenstadt hat doch nie eine andere Funktion gehabt, als dass wir die Sehnsucht nach Begegnung haben. Im Grunde könnte man auch sagen, nach Vergewisserung. Wir sitzen zu Hause und wissen gar nicht mehr, sind wir eigentlich noch richtig unterwegs. Ja, die Sehnsucht ist rauszugehen in die Kneipe, um mit fünf anderen darüber zu reden, wie wir Putin finden, wie wir die Ukraine finden, wie wir alles andere finden. Innenstadt ist doch der wichtigste Begegnungs- und Vergewisserungsraum, damit wir überhaupt tauglich werden, damit wir uns gut fühlen, damit wir glücklich werden. Und ich glaube, diese Dinge mal wieder richtig zurechtzurücken, Koordinaten dafür zu finden, das ist die Aufgabe, vor der wir gerade stehen. Und unseligerweise, Alexander Gutzmann hat mich ja darauf angesprochen, ich glaube tatsächlich, dass wir das 20. Jahrhundert wieder ein bisschen abräumen müssen. Die funktionsgerechte Stadt der 20er Jahre, die autogerechte Stadt, die funktionsgetrennte Stadt, das sind ja die Idealbilder gewesen, die wir im Grunde über alle Jahrzehnte und vor allen Dingen in der Nachkriegszeit als Idealbilder für den Wiederaufbau und die schöne Sortierung unserer Städte genutzt. In die Mitte gehört der Handel. Die Reihenhaussiedlung gehört oben hin, Eschborn gehört nach links und auf einmal gibt es dann am Ende nur noch den armseligen Italiener, den wir in Niederrad haben, während wir arbeiten und die Trostlosigkeit, dass wir uns mittags beim Italiener treffen, um dann wieder in diese x-beliebigen Arbeitswelten zu begeben. Und das finde ich so spannend an dem, was ich gehört habe. Eigentlich geht es um höhere Komplexität, um Durchmischung, um das, was zwischen den Stühlen ist. Es geht nicht, dass der Stuhl Arbeiten ist und der Stuhl Wohnen ist. Nee, das, was dazwischen ist, ist eigentlich das, was wir wiederentdecken müssen. Der Mut, das Dazwischensein zum Öffentlichen zu kultivieren. Die Räume, die wir vielleicht mal unbeheizt im Erdgeschoss öffnen lassen, das, was wir dritten Ort nennen, das ist eben dooferweise nicht formatiert, diese Sehnsucht der Immobilienwirtschaft, die Formate durchzukloppen, die Sehnsucht der Finanzierer, genau den Formatierungen zu folgen. Das ist das, was wir jetzt als Belastung haben und man muss sogar sagen, die Regelwerke im ganzen rechtlichen Sinne. Die sind ja wie Echowirkungen auf eine Zeit, die, von der wir merken, die ist zu Ende. Wir brauchen das Dazwischenseiende und wir brauchen den Mut, dass wir die Leute finden, die das ertragen können, das Dazwischen in die Hand zu nehmen. Niederschwelligkeit, niedere Eintrittskriterien, eben nicht 150 Euro für einen Quadratmeter in der Innenstadt. Ja, da können wir alle nur zusehen, dass wir krepieren. Die Quadratmeter kriegen wir nicht mehr voll. Aber es ist vielleicht eine Strategie, niederschwellig einzusteigen, um diesen Mutigen auch mehr wieder das Terrain zu bieten. Michael Ehret, jetzt muss ich Sie ein bisschen gewissermaßen missbrauchen als Sprachrohr Ihrer Branche. Sie haben uns jetzt vorhin ja Beispiele geliefert, wie Sie sozusagen diese Pioniernutzung machen, also wirklich gerade solche Zwischenräume, Zwischenstrategien fahren. Die Immobilienbranche insgesamt ist da aber noch nicht, oder? Oder ist sie zu 80% schon auf dem Weg dahin? Natürlich noch lange nicht. Ich würde sagen, 95% haben immer noch diesen Renditeanspruch. Ja? Und das ist auch wichtig. Also ich würde auch lieben gerne von Luft und Liebe leben, geht nicht. Also wir müssen ja alle Geld verdienen, wir müssen unsere Leute bezahlen, wir müssen die Strukturen zurückhalten. Aber ich finde, wir müssen uns viel mehr mit smarten Modellen auseinandersetzen. Und darum was auch auseinandersetzen. Darum, was Sie auch sagten, Herr Busmann. Das Thema ist ja, wenn wir über Erdgeschosse reden und wir reden über Nachverdichtung von Innenstädten, da ist doch die Frage, muss das denn alles, was wir früher rentierlich im Erdgeschoss gehabt haben, im Erdgeschoss stattfinden? Oder können wir nicht einfach, sagen wir mal, 50% der Erdgeschosse gar nicht mehr mit einer Miete belegen?
und dann mit einer Stadt oder mit der Stadtpolitik darüber zu diskutieren, dass ich mir die Miete aus einem nachverdichteten Obergeschoss hole und damit aber ganz andere Wertigkeiten ins Erdgeschoss bekomme, Attraktivitäten bekomme, die ich sonst nicht darstellen kann. Wir haben uns ganz mutig in die Hohe Straße nach Köln gegeben und haben zwei große Projekte in der Kölner Innenstadt gekauft, wo, man muss das mal überlegen, die Vorbesitzer gesagt haben, es ist uns völlig egal, was in den Obergeschossen stattfindet, ist uns völlig egal, wer es nutzt. Hauptsache, wir haben die Miete aus dem Erdgeschoss, ist ja alles bezahlt. Und dann wurde daraus ein Familienrentenmodell gemacht, ich sage es jetzt mal so. Und die Obergeschosse sind verödet, also dieses Thema, was Sie vorhin hatten. Und die Situation der Erdgeschosse ist nicht viel besser. Das ist eigentlich nur ein Ertragsbringer gewesen. Und es sind ganz wenige Griffe, nicht mal Kunstgriffe, sondern ganz wenige Griffe, daraus wieder ein ganzheitliches Konzept zu machen. Und natürlich ist das eine Riesenverantwortung, ein Riesenauftrag. Auch ich wähle mir die Finger wund und habe solche Ohren von Telefonaten mit Bankern und Finanzierern, weil was wir lernen müssen, ist, glaube ich, aus dieser klassischen Ertragslage, dieser Immobilienrendite vielleicht einen Teil der Immobilie abzugeben und das als Stadtrendite zu deklarieren. Und der Hybrid daraus ist vielleicht die Gesamtrendite. Und wenn wir das hinkriegen würden, wären wir schon weit. Da werden wir natürlich dann vielleicht wieder Pioniere sein. Da werden hoffentlich ein paar andere auch dabei sein. Da gibt es ja ein paar Marktspieler, die machen das ja in ähnlicher Manier. Und ich hoffe, das ist das Gleiche wie bei Sustainability auch. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle Geld mit Nachhaltigkeitskonzepten verdienen, sondern der, der es nicht ist, darf keins mehr verdienen. Ich glaube, das muss der Weg sein. Hm? Ja. Ja, ich kann da nur zustimmen und ich bin da auch ein bisschen pessimistisch, weil wir haben natürlich in den letzten 15 Jahren ist die Stadt zum sage ich mal, Finanzinstrument eigentlich an vielen Stellen verkommen. Ich empfehle immer den Film Push zu gucken. Das ist ein Dokumentarfilm, den gibt es auch irgendwo im Netz kostenlos, der das nochmal so richtig vor Augen führt, welche Ausmaße das auch global hat. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich wahnsinnig schwer, jetzt den Leuten sozusagen von dieser Renditeerwartung runterzuholen, die Akteure. Wir reden hier über sehr, sehr diverse Akteursgruppen, ne? Gerade in der Innenstadt. Wir haben die Familien, sage ich mal, Renditemodelle, wo man sagt, Mensch, da tut es einem ja fast schon weh, ranzugehen. Oder wir haben Pensionsfonds, wo wir sagen, Mensch, das sind Unternehmen, die haben die Renten von ihren Mitarbeitenden darauf basiert. Aber wir haben eben auch ganz viele Akteure, die sich da wirklich nicht drum scheren. Und Grundstücke, die, sage ich mal, wenn sie entwickelt werden, wie wir es gerade in Hamburg in einem großen Areal einer Brauerei erleben, viermal durch vier Hände gehen. Und jedes Mal gibt es einen ordentlichen Aufschlag. Und die Stadt steht nur dabei und guckt zu. Das Instrument, was wir momentan merken, oder die Haltung, die sich da verändert in den letzten Jahren, ist, dass die Städte wieder aktiver werden. Dass sie sagen, wir müssen eben mit solchen auch teilweise sehr restriktiven Instrumenten wie Sanierungsrecht, wie städtebauliche Erhaltungssatzung, müssen wir anfangen, uns da was zu reclaimen. Also die Vorstufe vom zivilgesellschaftlichen Reclaim the City ist auch ein, sag ich mal, öffentlich-rechtliches Reclaiming the City. Ne? Mhm. Das, was man so als Wende in der Bodenpolitik jetzt beschreibt oft, dass wir sagen, Städte kaufen auch wieder Land. Sie nehmen es nicht nur als Profit-Center. Ja. Das Reclaiming beginnt sicherlich, wie Sie auch schon gesagt haben, im Erdgeschoss, mit der Erdgeschosszone. Elena, du hattest vorhin auch über das Thema Erdgeschoss nachgedacht. Geht das jetzt in die Richtung, wie du es dir auch vorstellst, die Sachen, die wir hier diskutiert haben bisher? Ja, also ich wollte vorhin schon kurz zwischenrufen, ich spreche da gerne von dem Begriff des Schwellenzaubers. Also wir befassen uns viel mit der Reaktivierung auch der Erdgeschossflächen. Ich jetzt eben immer eher aus der kommunikationsstrategischen Perspektive, meine Kollegen sehr viel aus der produktstrategischen Perspektive. Und die Kombination und Kollaboration, die ich in letzter Zeit besonders spannend fand, waren die zwischen privatem Entwickler und städtischer Wohnungsbaugesellschaft zum Beispiel. Wo von Anfang an, also wir haben ein Projekt, das soll eine wachsende Wohn- und Wissenslandschaft werden, wo von Anfang an klar war, wenn wir etwas schaffen müssen, dann ist es die Erdgeschosszone öffentlich zu machen, zugänglich zu machen, interessant zu machen. Gerade das Thema, dann war eben das, der spannende Aufhänger von Anfang an, wir brauchen, du hattest vorhin gesagt, eine klare Vision, wo wollen wir eigentlich hin? Und das Thema lebenslanges Lernen war dann das Narrativ, mit dem man gemeinsam losgelegt hat. Und Sie haben das gerade gesagt, das hat mich so schön getriggert, die Neugierde, also bei Ihrem Ausblicksturm, ja, in Starnberg auf das Wasser. Also
es gibt einen Ausblickspunkt ganz oben auf der für alle zugänglichen Dachgeschossfläche, also auch diese Aktivierung der Vertikale, um eine Dichte auch von der Horizontalen mal in die Vertikale zu holen. Genau, das von Anfang an mitzunehmen und eben solche Schauplätze von Anfang an auch in der Geschichte zu verankern, die man mit so einem Ort erzählen möchte, wo man ja noch oft ganz, ganz lange unterwegs ist, bis da eine Genehmigung da ist, bis eine Baugenehmigung da ist, von der ersten Idee oder dem Commitment, dass man was zusammen machen möchte, weil eben die öffentlichen einen anderen oder weniger großen Renditedruck oder Renditeorientierung haben. Stadtrendite war gerade ein Stichwort. Auch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften befassen sich mit dem Begriff und die Komponente der Daseinsfürsorge, also sich auch innovative Konzepte der Daseinsfürsorge, da sind andere europäische Städte, ich komme ja aus Berlin, bin angereist, haben da ganz andere Leuchttürme, Orientierungspunkte, wo man mal sieht, okay, innovative Produkte, Objekte, Immobilien der Daseinsfürsorge, die können so viel Spaß machen, können eine andere Kombination von Nutzung, die ungewöhnlich ist, die Community Center, stadthausartige Nutzung kombiniert mit klassischen Büronutzungen, aber sind wir alle mal ehrlich, wir haben das alle erlebt und uns geht es wahrscheinlich allen selber so. Wir wollen nicht mehr in hermetisch abgeriegelten Bürokomplexen zur Arbeit gehen, wir wollen Life, wir wollen Urban Life, ja? Wir wollen dieses Gewusel, wir wollen flanieren. Wir flanieren vielleicht heute anders durch die Stadt als anno dazu mal, weil wir auch selber mehr kuratieren, wie wir uns in der Stadt bewegen. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir Städte nicht als Orte der Kommunikation und vielleicht einer neuen Form von Konsum, vielleicht eher um sich zu inspirieren oder mal in so Showroom-artigen Konzepten das mal anzuschauen und dann später trotzdem zu kaufen. Diesen Mut, dieses Stichwort ist ja heute häufiger gefallen, sollte man durchaus haben und auch nicht so streng kategorisieren. Also zum Beispiel so eine kombinierte Wohn- und Wissenslandschaft, die aus so einer Kollaboration entsteht. Da können auch mal Konzepte ein Zuhause finden, die vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber dann, wenn sich was weiterentwickelt, auf den zweiten ein toller Beitrag zu diesem Ort sind und Leute begeistern und wieder auf andere Ideen bringen. Das ist mein Plädoyer. Ja. Michael Ehret, das Thema Mut, das Thema auch Mut der Verwaltung, Mut der öffentlichen Verwaltung, damit hatten Sie auch zu kämpfen bei dem Starnberger Beispiel. Ich komme auch aus Starnberg, deswegen kenne ich das Beispiel. War nicht so einfach, oder, die Kommune davon zu überzeugen, was das überhaupt ist? Nee, also auch da wieder, wir sind an etwas gescheitert, wo ich nie damit gerechnet habe. Also als wir den Wettbewerb hatten und für den Künstlerwettbewerb und dann eben der Künstler das vorstellte und wir gesagt haben, toll, alle waren begeistert, die Stadt war begeistert. Und dann schrieb er in seine Betriebsbeschreibung hinein, auf der Tribüne haben 400 Menschen Platz. Woraufhin die Verwaltungsbehörde sagt, das ist eine Versammlungsstätte. Da müssen wir es erstmal behindertengerecht machen, da brauchen wir erstmal Toiletten, da brauchen wir Feuerwehrzufahrten, da brauchen wir, ja, hätte der reingeschrieben, hier haben 199 Menschen oder weniger Platz, wäre es keine Versammlungsstätte gewesen und das Ding wäre innerhalb von 2 Wochen genehmigt gewesen. Jetzt war Corona, hat man Glück, ja, man durfte ja gar nicht so viel raus, aber wir haben 9 Monate auf die Baugenehmigung für die Nutzungsgenehmigung gewartet. Das ist verrückt für eine Zwischennutzung. Also wäre Corona nicht gewesen, hätten wir einen kompletten Sommer verloren. Das Schöne war, die Stadt hatte dann so ein schlechtes Gewissen, dass sie gesagt hat, naja, jetzt machen wir aus diesem Open Space, dieses einen Grundstückes, machen wir jetzt Sea and the City, heißt jetzt glaube ich, das Sea and the City. Und man hat, hat die ganze Straße um den Bahnhof herum verkehrsberuhigt und mit Schülern von 2 Gymnasien jetzt bemalen lassen und statt Parkplätzen hat man da Schanigärten auf einmal angelegt und ich hoffe, das bleibt. Also das wäre ganz gut, wenn sich das verstetigen würde in der Stadt, aber das zum Thema, es dauert einfach die Zeit und wir müssen einfach wegkommen und das ist vielleicht auch eine Diskussion, die man meiner Meinung nach in der Architektenkammer und auch in den Behörden führen muss. Es muss ein Baurechtsrahmen geben, der Zwischennutzung schnellstmöglich genehmigt wird.
Ja. Ich weiß nicht, ist das in der Diskussion gerade? Oder, weil in der Tat hat man ja einen, da knirscht es an allen Ecken und Enden. Ja, also das Thema ist, man braucht neben dem Energieberater mittlerweile den DIN-DEN-Berater. Wie kriege ich die DIN-Vorschrift so gedehnt, dass sie trotzdem funktioniert? Ja. Und für die Zwischennutzung und den DEN-Experten, den suchen wir natürlich, also wenn aus der DIN die DEN wird sozusagen, DEHN. Und da war es uns echt wichtig, dass wir uns auch mit den Städten auseinandersetzen, sagen, oder auch mit den Kommunen auseinandersetzen, wie kriegen wir baurechtlich für diese temporären Gebäude ein anderes Rechtsverständnis, was Baurechte betrifft. Ja, es kann ja auch nicht alles guerillamäßig okkupiert werden, was wir auch tun, ja, aber das kann ja nicht das Maß der Dinge sein, sondern wir müssen es ja trotzdem sicher haben, es muss klar sein, aber vielleicht geht auch mal eine Veranstaltung, wenn ich sage, ich habe ein Areal und auf so einer Bühne passen 400 Leute drauf, dann sitzen da nicht jeden Tag 400 Leute. Da sitzen auch mal viele Tage nur 4. Ja? Aber die wenigen Tage, wo 400 Leute sitzen, gibt es vielleicht eine Brandwache, die vielleicht freiwillig sogar das macht an einem Abend. Ja? So, also solche Dinge muss man eruieren und herausarbeiten. Bevor wir gleich unsererseits auch nochmal sozusagen Urbanität im Untergeschoss genießen, Frage an Sie, wollen Sie vielleicht noch eine Frage ans Podium richten? Oder haben Sie jetzt Lust auf Drinks? Wenn ich so frage, das ist eine doofe Frage, das sagt natürlich. Das ist schon eine Suggestivfrage. Ja, das war zu suggestiv, genau. Wirklich nicht, letzte Chance. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt eine ganz kleine Abschlussrunde machen wollen, und zwar mit einer sehr, sehr einfachen Frage. Wir merken es zwar nicht, weil es gerade ein bisschen norddeutsch regnet, aber es sind die Sommermonate, wir fahren demnächst alle in den Urlaub. Ich möchte von jedem von Ihnen einen Reisetipp bekommen. In welche Stadt empfehlen Sie uns zu reisen, um etwas zu lernen über die Urbanität von morgen? Steinberg kann ich immer empfehlen, aber vielleicht gibt es ja noch was anderes. Fangen wir mit Ihnen. Also die Stadt, die mich in den letzten 3-4 Jahren am meisten überrascht hat, war Antwerpen. Weil die erstmal eine der größten Innenstädte Europas haben und eine unglaublich kluge, interessante Stadtentwicklung machen, auch unheimlich schöne, interessante Orte machen und es echt verstanden haben, ganz innovativ zu sein. Die sind für mich so das nächste Kopenhagen eigentlich. Ich würde Athen empfehlen, weil das eine Stadt ist, die auch sehr, sehr vibrant ist zurzeit, sich in Konkurrenz begibt mit Tel Aviv, was die Startup-Szene betrifft, und die gelernt haben, dass man einem öffentlichen Grün nicht eine einzige Maßgabe ist, wie man verschattet, sondern auch mit baulicher Dichte verschatten kann, und dort ganz spannende Stadtviertel entstehen und extrem spannende Bürokonzepte und auch diese Wohn-Arbeitskonzepte entstehen. Also für mich wäre es Athen. Das finde ich frech, weil wir haben uns nicht abgesprochen. Das wäre auch meine Antwort gewesen. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich gestern Abend von da zurückgekommen bin und total fasziniert war von der kurzen Zeit, die ich da hatte, von dieser Energie des Unfertigen. Wir haben ja auch heute öfter über Experimentierräume gesprochen, wie sehr sich Kunst in ganz viele Erdgeschosszonen, die total verwaist wirken, die ehemalige auch Mall-Situationen waren, genutzt werden. Das hat mich extrem fasziniert und hatte so eine gewisse cyberpunkige Atmosphäre. Also es war so immer so kurz davor, dass, weil ich wusste, kippt es jetzt ins totale Chaos, und dann aber diese kreative Energie da nochmal zu spüren, das hat mir einen kompletten Kick gegeben. Ja? Also das hat mich auch ein bisschen an Berlin von vor vielen Jahren erinnert, dass es diese Ecken gab, und das ist ja jetzt, hat sich ja auch sehr verändert. Also dieses Unfertige hat mich geflasht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so, so toll besonders ist. Ich finde Leipzig cool. Sie kennen Leipzig sicherlich alle, aber die Dichte der unterschiedlichen Qualitäten von der südlichen Neuvorstadt über die City, über die Kanäle, die dort entstehen, dieses sich an den eigenen Haaren aus einer Problemlage zu ziehen. Denn Leipzig hatte ja einen extremen Bevölkerungsrückgang. Das haben wir teilweise ja wirklich nicht wahrgenommen. Die alte Spinnerei mit einer Kreativszene, überhaupt die Szene, die sich südlich der Innenstadt immer wieder in so undefinierten Räumen befindet. Dann auch der Teil, den man sieht, noch alte
DDR mit dieser komischen, für uns eigentlich kaum greifbaren Räumlichkeit, wo man nicht weiß, was ist das hier eigentlich in den Zeilen, die man langläuft. Und diese Dichte und dieser bürgerliche Stolz, den die Stadt hat, das finde ich schon richtig beeindruckend. Vielen Dank. Ich werde ein salomonisches Schlusswort sprechen, indem ich sage, ich habe an dem Abend gemerkt, dass es lohnt, mal nach Bremen zu kommen und vielleicht auch ein paar Tage länger zu bleiben. Also mein nächster vierwöchiger Sommerurlaub findet in Bremen statt, meine Damen und Herren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank allen Vortragenden, Diskutierenden. Vielen Dank für die Einladung. Ich denke, wir haben viele unterschiedliche Facetten natürlich nur angesprochen. Wir haben aber vor allen Dingen auch tatsächlich gemerkt, es ist vieles in Bewegung. Es war eine Diskussion, die mir eigentlich sehr, sehr viel Mut gemacht hat. Ich habe den Eindruck, wenn wir in 10 Jahren hier sitzen, werden wir tatsächlich sagen, die Krisen, die wir momentan erlebt haben, waren in vielerlei Hinsicht eine Chance und haben dazu geführt, dass wir zu besseren Städten gekommen sind. Herzlichen Dank und jetzt beginnt der Social-Teil. Danke.